Ja, einen schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Abendveranstaltung, zu unserer Podiumsdiskussion auf der Suche nach den Ursachen sexualisierter Gewalt. Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstand in der Heinrich-Böll-Stiftung und neben unserer vielfältigen internationalen Arbeit auch verantwortlich für die Arbeit, die sehr gute Arbeit des Gunnar-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und möchte auch nochmal in dem Zusammenhang Tauwetter ganz herzlich danken für die Kooperation für diese Abendveranstaltung. Es ist mehr oder weniger Tauwetters Verantwortung, was wir heute Abend an geballter Expertise hier aufs Podium bringen, um uns eben mit den Ursachen sexualisierter Gewalt, den Mythen, den Stereotypen, die sich auch darum ranken, auseinanderzusetzen. Diese Diskussion heute Abend markiert gleichzeitig den Schlusspunkt unserer Ausstellung »Was sehen Sie, Frau Loth?« Ich hoffe, Sie alle hatten in den letzten Monaten Gelegenheit, sich diese Ausstellung anzuschauen, oder Sie nutzen die Gelegenheit heute noch, weil morgen wird diese wunderbare Ausstellung abgebaut. Wir haben auch diese Ausstellung in enger Kooperation mit Wildwasser e.V. und Tauwetter e.V. hier in die Heinrich-Böll-Stiftung gebracht, wie gesagt, seit Ende November. Und morgen eben, wie gesagt, ist dann leider auch das Ende dieser Ausstellung. Erlauben Sie mir ein paar ganz, ganz kurze Worte, wie auf diese Ausstellung reagiert wurde, welche Feedbacks haben wir bekommen auf diese Ausstellung der drei Bremer Künstlerinnen, die sich eben mit dem Thema sexualisierte Gewalt auf künstlerische Art und Weise auseinandergesetzt haben. Zunächst, die Heinrich-Böll-Stiftung ist natürlich kein klassischer Ausstellungsort. Es ist für uns immer ein Risiko, eine Ausstellung hierher zu bringen, weil wir als Stiftung dann auch nochmal extra auch für Kunstausstellungen werben müssten. Gleichzeitig entscheiden wir uns aber immer wieder auch für künstlerisch wertvolle Ausstellungen, weil wir hier natürlich zu unzählig vielen Themen Veranstaltungen haben. Und das haben wir natürlich auch und gerade in Monaten, in bildungsintensiven Monaten wie November und Dezember. Und wir hatten hier sehr, sehr viele Gäste, die nicht wegen der Ausstellung gekommen sind, sondern wegen anderer Themen, die aber diese Ausstellung sich angeschaut haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Resonanz auch von allen, vor allem von denjenigen, die sich sonst nicht mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzen, sehr, sehr positiv waren. Wir haben dann zweitens zur Ausstellung Begleitveranstaltungen organisiert vom Gunnar-Werner-Institut aus. Die waren mal mehr oder mal weniger gut besucht. Auch hier war aber die Reaktion sowohl auf die Begleitveranstaltungen als auch auf die Ausstellung sehr groß. Ich selbst habe es zum Beispiel bedauert, dass es nicht gelungen ist, dass hier Menschen ins Haus kamen in der Begleitveranstaltung, als wir uns mit Kindersoldatinnen und Soldaten und der Dimension der sexualisierten Gewalt in gewaltförmigen Konfliktausträgen auseinandergesetzt haben. Da waren wir hier nur 20 Leute, was natürlich auch nochmal deutlich macht, dass manche Themen leider trotz der Schärfe, der brutalen Gewalt, um die es da geht, dann doch manchmal keine Konjunktur haben. Wir haben, das finde ich eine sehr erfreuliche Reaktion auf die Ausstellung, Anfragen aus anderen Städten bekommen, die Ausstellung in anderen Städten zu zeigen. Und da, verzeihen Sie es mir, ist keine Eigenwerbung, aber ich freue mich sehr darüber, kamen vor allem auch Anfragen aus grünen Kreisverbänden. Und ich glaube, da die Grünen ja mitten auch in ihrer Aufarbeitung und Auseinandersetzung um sexualisierte Gewalt in ihrer Geschichte stehen, ist die Ausstellung ganz sicherlich ein wichtiges Element, aufzuklären, wie sehr sexualisierte Gewalt inmitten unserer Gesellschaft stattfindet. Und ich hoffe wirklich, dass diese Anfragen nicht nur Anfragen waren, sondern dann auch tatsächlich konkret umgesetzt werden, insofern als die Ausstellung dann auch in andere Städte geht. Die Presseresonanz, auch das ist was Besonderes für eine Ausstellung, war erstaunlich gut.
Wir haben Filmbeiträge vom Bayerischen Rundfunk, vom RBB Zeitpunkte und sogar, das finde ich ganz schön, vom schwedischen Fernsehen. Und es gibt einige Radiobeiträge, die sich mit der Ausstellung und der Thematik natürlich der Ausstellung auseinandergesetzt haben. Was leider nicht so gut geklappt hat, das war ja auch eine Intention der Ausstellung hier im Haus, waren Führungen für Schulklassen. Ich glaube, da müssen wir noch mal analysieren, warum es uns nicht geglückt ist, Lehrerinnen und Lehrer dazu zu bringen, mit ihren Schulklassen diese Ausstellung zu nutzen, um sich dann eben auch mit Schülerinnen und Schülern mit Ursachen, mit Dimensionen von sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen. Was ebenfalls auf sehr positive Resonanz gestoßen ist, ist die Tatsache, dass es gelungen ist, barrierefreie Führungen in Gebärdensprache zu organisieren. Und auch der Audioguide der Ausstellung ist ein Audioguide, der vor allem für Sehbehinderte geeignet ist. Es ist sehr positiv aufgenommen worden und möchte hier auch ganz deutlich sagen, für die Heinrich-Böll-Stiftung ein äußerst wichtiges Lernfeld, weil wir, obwohl wir eine Bildungsinstitution sind, noch weit davon entfernt sind, barrierefreie Bildungs- und Wissensangebote zu machen. Hier müssen wir wirklich lernen. Und auch da möchte ich einfach nochmal danken, dass die Führungen und der Audioguide von Anfang an eben auch darauf ausgerichtet war, Ausgeschlossene aus unserer Gesellschaft eben auch in die Ausstellung zu bringen. Ich möchte Ihnen ganz kurz beispielhaft einen Auszug aus dem Gästebuch zitieren, der wirklich beispielhaft für die positiven Reaktionen steht. Zitat: Eine sehr bewegende Ausstellung. Ich selbst sehe mich als Überlebende, nicht als Opfer sexualisierter Gewalt. Ich finde die künstlerische Auseinandersetzung sehr gelungen. Die Ausstellung macht mir Mut, meine eigene Geschichte über das Medium der Kunst aufzuarbeiten. Ich denke, wir, Kooperationspartner und Partnerinnen Wildwasser, Tauwetter und Heinrich-Böll-Stiftung, können zufrieden sein mit einer solchen, wie ich finde, alles in allem sehr positiven Resonanz auf die Veranstaltungen und die Ausstellungen und die Begleitveranstaltungen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Tauwetter und Wildwasser bedanken für diese gelungene Kooperation. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle vor allem auch bei Mitarbeiterinnen der Heinrich-Böll-Stiftung ganz herzlich bedanken. Das ist zum Ersten natürlich Gitti Henschel, der ich nicht nur hier heute danken möchte, sondern ihr Genesungswünsche schicken möchte. Sie wäre ganz bestimmt heute zum Schluss dieser Veranstaltung, zu diesem Höhepunkt hier heute, dabei gewesen, aber sie hat eine schwere Erkältung und ist absolut bettlägerig. Ich danke ihr, dass sie diese Ausstellung ins Haus geholt hat. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich und besonders, wo bist du, Christine Weiß, bedanken. Du hast in wunderbarer Weise mit großem Einsatz und wirklich mit viel Engagement die Ausstellung begleitet, die Führungen im Haus begleitet, das habe ich vergessen. Auch unsere Mitarbeiterinnen haben sehr positiv auf die Ausstellung reagiert. Danke dir ganz, ganz herzlich für diese wunderbaren Wochen der Begleitung von Ausstellungen und Veranstaltungen. Ja, soweit von meiner Seite. Ich gebe weiter an Thomas Schlingmann von Tauwetter, der heute Abend in die heute Abend Veranstaltung kurz einführen wird. Was ist das Ziel der heutigen Veranstaltung? Und ich werde dann im Anschluss an die vielen Inputs die jeweiligen Gäste vorstellen und durch den Abend moderieren. Erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich stehe jetzt vor dem kleinen Problem, dass ich der Zweite heute Abend bin und im Grunde die ganze Dankessprüche nochmal wiederholen muss. Diesmal in die andere Richtung. Ich finde, wir haben mit dem Gunda-Werner-Institut und der Heinrich-Böll-Stiftung einen tollen Kooperationspartner gehabt. Und ich finde, die Zusammenarbeit war sehr fruchtbar und es hat Spaß gemacht. Und das ist etwas, wo ich vor allen Dingen Gitti Henschel, die leider krank ist, Christine Weiß, dem ganzen Team, was sich hier engagiert hat, ganz, ganz viel Danke sagen möchte.
Wer aber heute Abend auch hier ist, wenn ich in der zweiten Reihe sehe, das sind die Künstlerinnen, die die Ausstellung gemacht haben. Und das ist natürlich die Gruppe, wo der zweite ganz große Dank hingeht, weil ohne die Künstlerin gäbe es diese Ausstellung nicht und gäbe es diese Veranstaltungen auch höchstwahrscheinlich nicht. Danke. Wir haben uns mit dieser Veranstaltung was vorgenommen, was eigentlich ziemlich schwierig ist. Wir wollen nämlich versuchen, in eine Diskussion darüber zu kommen, was ist wohl angemessen, wie lassen sich die Ursachen sexualisierter Gewalt angemessen fassen. Und dazu haben wir uns überlegt, wir müssen als erstes mal angucken, was gibt es überhaupt schon für verschiedene Vorstellungen davon. Was gibt es für Mythen auf der einen Seite, was gibt es aber auch für Modelle im medizinischen Bereich, was gibt es für Modelle in anderen Bereichen, damit wir überhaupt eine Grundlage haben, auf der wir dann diskutieren können. Das würden wir gerne im ersten Teil, es funktioniert, im ersten Teil machen. Verschiedene Blöcke haben wir dazu. Wir hoffen, dass das Ganze nicht zu kopflastig wird. Das Problem ist ganz einfach, es ist kopflastig. Theorie ist nichts, was man eben irgendwie so im Vorbeigehen macht, sondern man muss sich schon ein Stückchen konzentrieren. Wir hoffen aber, dass wir es geschafft haben, heute Abend eine Zusammensetzung hier aufs Podium zu holen, die in der Lage ist, und davon gehe ich aus, das hoffe ich nicht nur, das weiß ich, die in der Lage ist, auch komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen. Und insofern bin ich ganz optimistisch. Der Schwerpunkt soll aber eigentlich nach diesen Inputs sein, der zweite Teil, wo wir versuchen zu diskutieren. Und da haben wir den gewaltigen Vorteil, dass wir heute Abend zwei Frauen da haben, die an zwei Ursachenmodellen, halt, die eine weiß ich, möchte es nicht Ursachenmodell genannt haben, aber an zwei Modellen, woher sexualisierte Gewalt kommen könnte, was die Faktoren sind, die das beeinflussen, mitgearbeitet haben und die entscheidend geprägt haben. Das ist auf der einen Seite Maren Kohlshorn vom Frauennotruf Göttingen, Barbara Kavemann hier aus Berlin vom Sozialwissenschaftlichen Frauenforschungsinstitut. Und der dritte im Bunde ist dann Dirk Bange aus Hamburg, der jetzt auch den Auftakt machen wird dieser Veranstaltung, indem er was sagen wird zu dem ganzen Bereich Mythen und Fakten, wo er schon im Grunde mehrere Jahre, Jahrzehnte zugearbeitet hat. Dirk. So, ja, wir haben alle nur 10 Minuten Zeit, von daher will ich mich gar nicht groß mit Vorreden aufhalten, sondern gleich loslegen. Also Sie müssen sich darauf einstellen, dass ich jetzt wie im Wasserfall rede und Ihnen versuche, sozusagen die Facts und die grundsätzlichen Erkenntnisse erstmal vorzustellen. Also, und dann habe ich gesehen, dass hier natürlich viele Fachleute dabei sind. Für die wird einiges sozusagen bekannt sein, wenn nicht fast alles. Aber für die, die keine Fachleute sind, ist es vielleicht dann gleichermaßen interessant. Also nach der einen Ursache sexualisierter Gewalt zu suchen, ist schon mal im Grunde genommen, ich will auch deutliche Worte finden, Schwachsinn und Quatsch, wird zwar im medizinisch-technischen Bereich manchmal versucht, führt aber nicht zum Erfolg. Genauso quatschig ist es, den einen Charakter zu suchen, der Sexualstraftäter oder Kindesmissbraucher oder wie man die Menschen auch immer bezeichnen will, beschreibt. Der dritte Punkt, Sie können das ja da auch sehen. Ich weiß gar nicht, stellen wir das zur Verfügung, sodass die Kolleginnen und Kollegen nicht alle mitschreiben müssen? Ja, brauchen Sie auch nicht mitschreiben. Es gibt gar nicht den einzelnen Täter. Ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele aufgeführt. Es gibt Kinder, die zu Tätern werden oder jedenfalls übergriffig sind. Da streitet man sich ja auch, ob man Kinder überhaupt als Täter bezeichnen will. Dann gibt es jugendliche Täter, erwachsene Täter. Gibt es Täter, die nur Mädchen missbrauchen. Es gibt Täter, die nur Jungen missbrauchen. Es gibt Täter und Täterinnen, die Mädchen und Jungen missbrauchen. Und so weiter und so fort. Ich will damit eigentlich nur illustrieren, dass es den Täter oder die Täterin überhaupt nicht gibt. Deswegen, da kommt Maren dann nachher nochmal in der Tiefe drauf, kann man das Entstehen sexualisierter Gewalt nur durch ein multifaktorielles Modell überhaupt erklären. Warum ich von Tätern und Täterinnen spreche, ist es auch so, dass es Dunkelfelduntersuchungen gibt, mittlerweile 3 repräsentative für Deutschland. Und da hat man festgestellt, dass bei den Männern so 20% der Taten durch Frauen verübt werden. Und bei den Frauen ist es so, dass 5-10%, aber eher 5% durch Fachfrauen verübt werden. Das wäre, bitte? Nicht durch Fachfrauen, durch Frauen. Habe ich Fachfrauen gesagt? Das wäre ja schlimm. Also durch Frauen. Und auch nicht schlecht. Und nach begründeten Schätzungen
missbrauchen etwa 1-5% der Männer, da habe ich jetzt die Frauen mal wieder weggelassen, weil dann die Zahl doch relativ klein ist, Mädchen oder Jung. Also es ist kein Randgruppenphänomen, das kann man schon mal sagen, sondern wenn 100 Männer jetzt im Raum sitzen würden, müssten sie davon ausgehen, dass einer in so einer Hinsicht sozusagen unterwegs ist. Ganz wichtig, das ist für den ganzen Abend heute wichtig, die Erkenntnisse, über die wir heute sprechen und die wir darstellen, beruhen so gut wie alle auf Studien, die mit Verurteilten oder im Hellfeld bekannt gewordenen Sexualstraftätern durchgeführt worden sind. Die große Masse der Männer und der Frauen, die im Dunkelfeld bleiben, darüber weiß man nichts. Das schränkt ganz, ganz viele der im Folgenden referierten Ergebnisse ein. Und das kann man auch sehen, ich habe extra noch mal ein paar Bücher, neue Bücher gelesen und gesucht. In Deutschland, zumindest in Deutschland, wird sehr, sehr wenig über die Ursachen und Entstehungsbedingungen sexualisierter Gewalt geforscht. Insbesondere, wenn man auch die gesellschaftspolitischen Ursachen der sexuellen Gewalt sich anguckt. Jetzt zu so ein paar Mythen. Also der große Mythos ist ja die Täter, die kommen, ne, ich weiß nicht, Marzahn oder Hamburg-Neugraben, Wilhelmsburg und wie die Stadtteile oder Köln. Ursula ist ja auch da, wie die Stadtteile so alle heißen. Da kommt das her, ne, da findet das statt. Alle Dunkelfelduntersuchungen, die repräsentativen als auch internationale Dunkelfelduntersuchungen zeigen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Häufigkeit und Schichtzugehörigkeit. Man kann aber feststellen, dass die Menschen aus höheren Schichten, die solche Taten begehen, häufig geschickter sind, im Dunkelfeld zu bleiben und nicht ins Hellfeld zu kommen, wo Ursula da ist. Ich kann mich mal erinnern, dass wir eine Betroffene eines Parlamentariers aus dem Europaparlament bei Zahlpeter haben, also es kommt sozusagen von unten bis oben, von links bis rechts vor. Das ist ja hier angesichts der Diskussion bei den Grünen vielleicht auch nochmal eine wichtige Information. Ein zweites Ding, es sind nicht nur die armen Entrechteten aus der Unterschicht, sondern die saufen auch alle noch. Also die hauen sich, sind alles mehr oder weniger Alkoholiker und man fokussiert, das merken Sie schon jetzt bei den ersten Mythen, immer auf eine ganz bestimmte Gruppe von Männern und vielleicht auch von ein paar Frauen. Die Studien zeigen, dass bei den verurteilten Sexualstraftätern, je nach Studie, 0-52% der Untersuchten Alkoholiker sind. Also bei weitem, wie bei allen anderen Punkten, die gleich noch kommen werden, nicht jeder Täter, selbst bei denen, die im Knast sitzen und die im Hellfeld erschienen sind, sind Säufer. Und zum Saufen muss man sagen, einzelne Täter sagen auch, sie haben gesoffen während der Tat, um sich zu entschuldigen, weil es bei uns immer noch so ist, dass Taten, die unter Alkoholeinfluss geschehen, sozusagen eine besondere, wie soll ich mal sagen, Berücksichtigung und Abschwächung dessen erfahren, was da wirklich passiert ist. Das Gleiche, jetzt geht es weiter, also nicht nur der Unterschicht des Säufer, sondern eine psychische Erkrankung hat er auch noch. Allerdings muss man dazu sagen, dass zumindest bei den verurteilten Tätern wirklich viele doch zumindest begleitende Persönlichkeitsstörungen aufweisen. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass es da dann doch gewisse Korrelationen gibt und sich bei diesen Menschen Depressionen und andere Auffälligkeiten finden. Wir müssen das ja realistisch darstellen. Die nächste Gruppe, das wird Sie jetzt nicht erstaunen, Unterschicht, Saufen, Intelligenz gemindert, kommt jetzt noch dazu. Aber auch da ist ein Kern dran, es gibt eine Gruppe Täter, die, sage ich mal, ein Stück weit unter den normalen IQs agiert. Die müsste man vielleicht sogar als eigene Gruppe nochmal beschreiben und auch gucken, was bei denen sozusagen in Anführungszeichen los ist. Große Dunkelfelduntersuchungen, ich habe einfach mal eine aufgeführt, wie die aus Kanada mit 2300 Tätern zeigen, aber dass es im Grunde von der Intelligenz her keine Abweichung von der Normalbevölkerung gibt. Es gibt natürlich ein paar Intelligenzgeminderte, aber es gibt vielleicht auch ein paar ganz Schlaue, die dabei sind in Anführungszeichen. Das erste Fazit, die Täter sind keine Außenseiter, sondern gut angepasste Durchschnittsmänner. Das oftmals gezeichnete Bild des Dirty Old Man ist Ausdruck dieser Mythen, die ich Ihnen gerade versucht habe zu beschreiben. Täter aus besser angestellten Schichten werden selten angezeigt und deshalb häufig nicht erfasst. Und das Bild vom Dirty Old Man soll genau von diesen gut situierten Tätern zum Teil auch ablenken und das Thema zu einem Randgruppenphänomen machen, was es aus unserer Sicht, ich glaube, da spreche ich für uns alle, nicht ist. Und die gesellschaftlichen Bedingungen sexualisierter Gewalt werden so natürlich ausgeblendet, weil es immer sozusagen in der Person des Täters, der Täterin gesucht wird. Ja, jetzt ich versuche schon seit 20 Jahren, glaube ich, dagegen anzukämpfen, ein zweiter
Mythenblock eigentlich. Alle Sexualstraftäter, die Kinder missbrauchen, die Mädchen und Jungen missbrauchen, sind selbst Opfer sexualisierter Gewalt. Und in den Studien, wo Täter sozusagen im Rückblick gefragt werden, schwankt die Zahl in den Studien zwischen 88% und meistens so 40, 50, 60%. Also selbst bei dieser Zielgruppe sind nicht alle Täter als Kinder selbst sexualisiert missbraucht worden. Dann hat man aber, das habe ich mal aufgeführt, müssen Sie nicht lesen, das ist eine Studie, da hat man mal Täter gefragt, so eine Gruppe, denen hat man gesagt, so, ich frage dich jetzt danach, ob du missbraucht worden bist. Ich überprüfe das aber mit einem Polygraphentest. Und eine andere Gruppe, die hat man auch gefragt, bist du missbraucht worden, aber ohne Polygraphentest. Diese Studie hat man dreimal wiederholt und das Ergebnis war immer gleich. Bei denen, wo der Polygraphentest angedroht wurde, lag die Zahl ungefähr bei 30, 35%. Und bei denen, wo kein Polygraphentest angedroht wurde, bei über 60%. Das lässt natürlich mal die starke Vermutung zu, dass einzelne Täter sagen, um sich selbst zu entschuldigen, um sich vor der Gesellschaft zu entschuldigen, ich bin missbraucht worden. Also man muss mindestens auch bei den Tätern, die im Hellfeld sind, diese These auch aus der Perspektive nochmal hinterfragen. Und jetzt, weil ich ja viel, das wissen einzelne von Ihnen, zu Jungen gearbeitet habe, prospektive Studien zeigen, dass es nur einen relativ schwachen Zusammenhang zwischen eigenem Missbrauch bei Jungs gibt und späterer Täterschaft. Hier ist eine englische Studie, die haben 224 sexuell missbrauchte Jungen untersucht und haben geguckt, nicht nur Polizeiakten, Jugendamtakten, alles durchgeguckt. Und von diesen Jungs waren 12% dann zu Tätern geworden. Also man kann auch in keinster Weise sagen, ein missbrauchter Junge ist sozusagen der Täter von morgen. Das wird den Jungs nicht gerecht, das stigmatisiert die Jungs, das macht für die Jungs es schwierig, sich Hilfe zu suchen und so weiter und so fort. Ich kann ja kein Co-Referat zu Jungen Missbrauch halten, das kann Tommy vielleicht aber gleich dann auch nochmal ausführen. Ein zweiter Mythos, an dem aber auch was dran ist, an allen Punkten ist immer ein bisschen dran, ist, alle Täter hatten eine schwere Kindheit. Man kann bei vielen der verurteilten Tätern feststellen, dass sie entweder missbraucht worden sind oder aber auch häusliche Gewalt zu Hause miterlebt haben, körperliche Misshandlungen und so weiter erlebt haben und unsichere Beziehungen zu ihren Eltern gehabt haben. Aber auch hier gibt es neuere Studien, die zeigen, insbesondere bei jugendlichen Tätern, dass sie Gruppen bis zu 30% haben, wo man all diese Auffälligkeiten nicht findet. Es ist also auch eine häufig sich findende Bedingung, aber es ist nicht die einzige Bedingung, die dann dazu führt, dass Männer oder eben auch Frauen zu Tätern werden. Eine auch interessante These, das müsste man alles noch vertieft, können wir vielleicht auch diskutieren, die Mütter der Täter sind missbraucht worden. Also jetzt geht man weg vom Täter, jetzt ist es nicht der Täter, sondern jetzt ist es in Anführungszeichen vielleicht die böse Mutter, die nicht aufgepasst hat, ihre eigenen Erfahrungen nicht an ihren Jungen in irgendeiner Form in Anführungszeichen weiterzugeben. Richtig ist auch wieder, bei den untersuchten Sexualstraftätern findet sich eine erhöhte Rate von missbrauchten Müttern, aber auch hier gilt, dass längst nicht alle Mütter missbraucht worden sind und wir müssten natürlich auch mal gucken, haben diese Mütter zum Beispiel als Mädchen Hilfe bekommen, wann haben sie Hilfe bekommen, wie ist der Verarbeitungsprozess gelaufen und so weiter und so fort. Zweites Fazit, viele Täter haben in ihrer Kindheit eine Form von Gewalt gegen Kinder erlebt und auch problematische Eltern-Kind-Beziehungen erlebt. Es gibt keinen Automatismus vom Opfer zum Täter und die meisten Opfer, das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, Sie haben ja eben vorgelesen auch von der Betroffenen, die sich hier zur Ausstellung geäußert hat, also die meisten Opfer werden nicht zu Tätern, was unterstellt man hier insbesondere Jungs, aber auch einzelnen Mädchen, für eine sozusagen biografische Zwangsläufigkeit. Und ein wichtiger Punkt ist, egal wie schwer die Kindheit ist, ne, man kann immer einen alternativen Weg wählen. Es ist auch im Grunde genommen ein Stück weit menschenverachtend, solche Zuschreibungen Richtung der Täter zu machen. Tommy wird schon leicht unruhig, also 8 Minuten habe ich glaube ich erst. Ne? So ein dritter Block, es gäbe zu einzelnen Punkten noch viel mehr zu sagen, ein dritter Block ist, die meisten Täter sind pädophil oder pädosexuell. Auch da steckt wieder hinter, man versucht so Gruppen zu bilden, denen man sozusagen diese Taten zuschieben kann. Wenn Sie sich die diagnostischen Manuale angucken, also den ICD-10 und den DSM-5 ist es jetzt schon, 4 glaube ich, ist auch egal, oder 5, dann sehen Sie, dass selbst in diesen beiden großen Manualen,
die Definitionen von Pädosexualität oder Pädophilie sehr, sehr unterschiedlich sind. Und neben den Pädosexuellen wird dann so eine zweite Gruppe abgegrenzt, das sind die Ersatztäter, das sind Täter, die im Grunde genommen eigentlich Richtung erwachsener Frauen oder Männer orientiert sind und dann in bestimmten Situationen als Ersatzobjekt, als Ersatzhandlung sexualisierte Gewalt ausüben. Und mittlerweile hat man noch einen dritten Typ geprägt, das ist der soziopathische Typ, der spielt aber zahlenmäßig auch in den Untersuchungen eigentlich keine Rolle. Die Übergänge von diesen Gruppen sind aber ausgesprochen fließend. Auch da habe ich Ihnen nochmal eine Studie mitgebracht aus Österreich. Ich habe mich bemüht, aus ein paar deutsche und aus dem deutschsprachigen europäischen Raum durchgeführte Studien rauszusuchen. Da hat man 807 Straftäter danach untersucht, ob sie pädosexuell sind oder nicht. Wenn man eine weite Definition nimmt, nach dem ICD-10 sind es 70%, nimmt man eine engere Definition, dann sind es plötzlich nur noch 16%. Da können Sie schon sehen, wie auch in diesen scheinbaren medizinisch klaren Kategorien, die immerhin in dem ICD-10 auftauchen, wie groß die Spannbreiten bei diesen Geschichten sind. Und deswegen muss man eigentlich sagen, wie viele der Täter ausschließlich an Kindern als Sexualobjekten interessiert sind, also Pädosexuelle sind, ist nicht bekannt und abhängig von der gewählten Definition. Einzelne Forscher gehen aber davon aus, auch Forscher hier aus Berlin, die immer wieder auftauchen, aus der Charité, das ist ja nicht so weit, dass fast 50% der Täter bzw. des Missbrauchs auf das Konto dieser Pädosexuellen geht. Da muss man immer gucken, was auch für Interessen hinter diesen Zuschreibungen stecken, und das muss man deutlich stärker und massiver auch diskutieren und kritisieren, als das bisher in der Diskussion passiert ist. Das dritte Fazit, der Begriff Pädosexualität, Pädophilie ist ungenau, und auch da wird wieder der Versuch gemacht, das Thema zu einem Randgruppenphänomen zu erklären. Zumal, und das finden Sie dann in den Studien auch wieder, wird immer gesagt, ich sage jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, das wird ja alles übertragen, pädosexuell gleich so ein bisschen Intelligenz gemindert, und dann kommen die alten Zuschreibungen, die ich im ersten Block schon mal wieder aufgeführt habe, zum Tragen, und man macht es zu einem Problem einer ganz bestimmten Schicht und man entlastet dadurch die Gesellschaft. Die hat mit diesen Typen, Typinnen wenig zu tun. Ein relativ neuer Block, wo relativ viel Forschungsgelder reinfließen, anders als in die sozialwissenschaftliche Forschung, ist die biologische Forschung. Also es gibt erste Untersuchungen und Versuche, sozusagen nach dem Gen zu suchen und biologische Dispositionen für spätere Sexualstraftäterschaft zu finden und zu suchen. Also um das kurz zu sagen, es gibt bisher keinen Nachweis, dass es ein solches Gen gibt, und es gibt natürlich auch kein Gen für Hetero-, Homo-, Bi- und Intersexualität. Und dann habe ich nur aufgeschrieben, Gene sind keine Autisten, sondern Gene und unsere Anlagen, das, was wir mitbringen, das wissen Sie alle, werden geformt durch Umwelt, Gesellschaft und so weiter und so fort. Da muss man aber aufpassen, dass diese, sage ich mal, Ursachen oder dieser Strang der Ursachenforschung nicht zum dominanten Strang der Ursachenforschung wird. Oh, jetzt fehlt ein Chart. Mensch, Mensch. Macht aber nichts. Den kann ich mal eben so vortragen. Nicht die triebgesteuert, denn die hirnorganische Störung wird jetzt auch untersucht. Also jetzt sagt man nicht nur, der hat einen Gendefekt, das hat man bisher nicht festgestellt, jetzt sagt man, oh Mensch, bei denen in der Platte, also im Gehirn, da laufen die Prozesse nicht so richtig gut. Und dann sucht man mit so einem neuen bildgebenden Verfahren, das kennen Sie alle, wenn Sie vielleicht selbst mal eine Erkrankung hatten oder irgendwie einen dicken Fuß, MRTs und so, guckt man sich im Grunde genommen die Gehirne dieser Menschen an und zeigt ihnen dann Bilder, und wenn dann bestimmte Hirnareale rot schimmern, und bei mir wird es jetzt nicht rot schimmern, dann sagt man, oh Mann, bei dem schimmert es rot in der Hirnregion. Und dann guckt man an, ob diese Hirnregionen zum Beispiel dicker sind als jetzt bei einem Nichttäter. Und dann sagt man, Mensch, der hat ja ein dickes limbisches System, nicht Syndrom, System, also wird das am limbischen System liegen. Jetzt aber wieder zurück zu den Fakten. Es gibt einzelne Untersuchungen, die zeigen, dass bei impulsiv handelnden Tätern überzufällig häufig Auffälligkeiten im Frontalbereich des Gehirns festgestellt werden, und bei Pädosexuellen, wenn man sie denn als Gruppe abgrenzen will, finden sich Auffälligkeiten im temporolimbischen System. Das heißt, man kann bei bildgebenden Verfahren durchaus bei dieser verurteilten Tätergruppe Auffälligkeiten feststellen.
Allerdings finden sich auch bei diesen Gruppen wieder diese Veränderungen nicht bei allen Tätern, längst nicht bei allen Tätern. Und die Studien waren klein. Oft sind das Studien mit 15 Tätern und so weiter. Und da müssen Sie sehen, steckt viel Geld dahinter, weil die Pharmafirmen irgendwann natürlich auch ein Interesse daran haben, dann hier oben sozusagen mit Medikamenten einzugreifen. Und damit kann man natürlich mehr Geld verdienen, als wenn Barbara, Maren oder andere von uns hier sozialwissenschaftliche Forschungen machen. Und jetzt bin ich aber auch gleich zu Ende. Der dritte Punkt ist, ne, die Täter, die Taten sind triebgesteuert. Zum einen, das ist ja ein bisschen so in Richtung Mann. Ne? Also zum einen haben viele dieser Männer einen gesteigerten Sexualtrieb. Wenn bei uns Männern dann der Druck ansteigt, ne? Der Druck steigt an und dann staut er sich zu sehr, ne? Sie kennen diesen alten Kessel, ne? Dann muss man irgendwie den Druck loswerden, um Luft aus dem Kessel zu lassen. Und wenn dann kein, das wären dann aber eher die Ersatzhandlungen und die Ersatzhandlungstäter, wenn dann kein anderes Objekt zur Verfügung steht, ja, dann wendet sich der Täter eben auch mal ein Kind zu. Und natürlich findet sich ein solches Verhalten eher in der Unterschicht, die nicht gelernt hat, ihre Triebe zu zügeln. Und dann sind wir wieder bei diesen Schleifen, die gezogen werden. Und das kann man ja vielleicht am Ende kurz sagen, ist natürlich ein naives biologistisches Modell. Und es spricht insbesondere uns Männern ja ab, unsere Handlungen sozusagen steuern zu können. Als wenn wir so gerade aus dem Busch gekrochen wären und nicht Herr unserer Sinne wären, so werden wir oder die Täter dann da dargestellt. Viertes Fazit, und dann bin ich auch am Ende, insbesondere die Annahme genetischer und organischer Ursachen sollen die Taten als nicht gesellschaftlich bedingt erklärt werden. Ne? Wenn es eine Störung hier oben ist, ist es kein Problem der Gesellschaft. Und auch das Triebstaumodell entlastet indirekt die Gesellschaft, da quasi diese Taten in unserer Natur, ich spreche jetzt nicht von Täterinnen, denen wird was anderes zugeschrieben, in unserer Natur, in der Natur vieler Männer liegen. Und deswegen zum Ende, die Ursache sexualisierter Gewalt gibt es nicht. Die Mythen und das, was zum Teil auch berichtet wird, verschleiert den Blick meiner Ansicht nach auf die wirklichen Ursachen sexualisierter Gewalt. Sehr häufig wird einzig auf die individuelle Geschichte der Täterinnen und Täter geschaut, sowie organische Ursachen fokussiert. Und letztlich muss man dann einfach sagen, wird auch immer so getan, als wenn die Täter Opfer ihrer Umstände wären. Und es ist immer auch so ein bisschen entschuldigendes Moment dabei. Das kann ich nicht akzeptieren. Solche Taten sind nicht zu entschuldigen. Und wer solche Taten begeht, muss dafür die Verantwortung tragen und auch zeigen. Und das ist mir, und dann kann ich übergeben, ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere auch die Jungsozialisation als ein wichtiger Punkt für mich, wird im Grunde genommen strategisch ausgeblendet, kann man sagen. Denn viele der Modelle würden ja gar nicht funktionieren, wenn Sie überlegen, es werden mehr Mädchen missbraucht. Wieso werden dann nicht eigentlich mehr Mädchen als Jungen zu Tätern? Und man lässt bewusst die Sozialisationsfaktoren außen vor. Vielen Dank und ich denke, wir können ja noch weiter diskutieren. Ja. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren und sehr differenzierten Einstieg. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass Dirk Bange hier sehr bekannt ist. Es gibt aber vielleicht auch hier ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihn noch nicht kennen. Und deswegen möchte ich jetzt doch nochmal, wenn Sie erlauben, eine kleine, etwas ausführlichere Vorstellung Ihrer Person machen. Also, Herr Bange ist Erziehungswissenschaftler aus Hamburg, der seit mehr als 30 Jahren zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern arbeitet und publiziert. Und das Wort kam ja öfter vor, Dunkelfeld. Er ist ein Pionier in der Dunkelfelduntersuchung. Er hat in den 70er Jahren die erste Dunkelfelduntersuchung in Deutschland gemacht. Das war Pionierarbeit. Und es spielt ja nach wie vor eine Rolle, wie viele Untersuchungen gibt es denn real, auch heute immer wieder, weil das ist ja eine wichtige Arbeit, die gemacht werden muss, gerade wenn sich so viele im Dunkel verschwinden sehen. Dirk Bange leitet heute die Abteilung Familie, Kindertagesbetreuung und Gleichstellung der Behörde für Soziales, Familie und Gesundheit
nicht mehr Verbraucherschutz, habe ich gerade gelernt. Davon sind Sie befreit. Auch eine komische Kombination, ja? Verbraucherschutz, Familie und Gesundheit. Gut, auch eine Kombination. Danke für Ihren Vortrag. Ich möchte jetzt ganz herzlich begrüßen Maren Kohlshorn. Sie ist Diplompsychologin und arbeitet seit 25 Jahren im Beratungs- und Fachzentrum für Betroffene sexueller und häuslicher Gewalt in Göttingen. Sie sind auch direkt und unmittelbar in der Beratungsarbeit aktiv, auch mit dem Notruf Göttingen, mit dem Projekt Phoenix. Und Sie sind es, die mit anderen in den 90er Jahren das Drei-Perspektiven-Modell mitentwickelt haben. Und das werden Sie uns unter anderem jetzt vorstellen. Herzlich willkommen, Maren Kohlshorn. Ja, vielen Dank. Ich habe zweimal 10 Minuten, weil ich habe 2 Modelle, die ich vorstelle. Und ich sage, das ist schon, auch das ist eine Herausforderung, beide Modelle auf 10 Minuten zu reduzieren, aber ich habe den Ehrgeiz, das zu schaffen. Ich habe in den 80er Jahren zusammen mit meiner Kollegin Ulrike Brockhaus den ambitionierten Versuch unternommen, weltweit die Literatur zu sichten, die es zu sexualisierter Gewalt gab. Das war damals möglich, obwohl wir noch kein Internet hatten, also es war mühseliger als heute, aber es war möglich, weil es gab noch nicht so viel. In Deutschland gab es das Buch von Barbara Kavemann, Ingrid Lothstöter und ich glaube so 2, 3 andere gab es auch schon, viel mehr nicht. Aber es gab natürlich in den USA, wie so häufig, gab es gute Untersuchungen. Wir sind auf die Studien von David Finkelhorn, von Diana Russell gestoßen, die wirklich sehr ambitionierte Dunkelfeldforschung gemacht haben. Und gleichzeitig David Finkelhorn, der auch in die Theoriebildung gegangen ist. Das sind wir gewöhnt, dass die USA in vielen Fällen uns voraus ist. Wir sind jetzt gute 25 Jahre weiter und heute die weltweite Forschung mal so eben zu sichten, das ist nicht mehr so einfach. Trotzdem würde ich konstatieren, dass wir im Bereich der Studien noch weit zurück sind. Also Dunkelfeldstudien wie von Finkelhor und Diana Russell gibt es in Deutschland bislang nicht. Ich finde das ein Armutszeugnis. Wir wissen heute, dass das, es ist kein Tabuthema mehr, wir wissen auch heute, dass sexueller Missbrauch nicht selten passiert und wir haben nach wie vor keine wirklich guten, großen Studien, die so sorgfältig designt sind, dass sie den Betroffenen auch ermöglichen, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Gleichzeitig sehen wir auch im Bereich der Theoriebildung, gerade was die Ursachen betrifft, sind wir auch nicht so wirklich viel weitergekommen. Und auch das finde ich eine Katastrophe und auch das zeigt für mich die gesellschaftliche Dimension dieses Themas. Also wir sind raus aus dem Tabu, wir reden ja permanent und überall darüber, kein Tatort ohne Missbrauch, aber wir sind nicht wirklich dabei, dem Thema die Relevanz zuzuschreiben, die es haben sollte. Okay, ich stelle jetzt als erstes das Modell von David Finkelhor vor, was er 1984 entwickelt hat. Seine Kritik war, dass es meistens monokausale Ursachenerklärungen gab, in dem Sinne, was Dirk gerade vorgestellt hat. Es ist der Alkohol, es ist der Trieb, es ist die Unterschicht, dass soziale und kulturelle Faktoren kaum berücksichtigt wurden. Gleichzeitig wurden nur bestimmte Täter-Opfer-Konstellationen betrachtet. Das eine ist natürlich dieses, es wurde an inhaftierten Tätern geforscht. Klar, die standen zur Verfügung. Andere sind wesentlich schwieriger zu erreichen. Und man hat eine ganze Zeit einen ganz großen Blick auf das, was man vor allen Dingen in den USA Inzest nannte, gerichtet und auf viele andere Fälle, wie wir sie jetzt haben in der Odenwaldschule, im Canisius-Kolleg und so, da hat man nicht hingeschaut. Und was er gesagt hat, ist das, was wir brauchen, ist, es gibt nicht die eine Ursache, wie Dirk gesagt hat, sondern es gibt immer verschiedene Faktoren und es gibt auch verschiedene Fallkonstellationen. Das, was wir brauchen, ist ein multifaktorielles Modell, was einen organisierenden Rahmen bietet, um Ursachen zu erklären. Um dieses Modell aufzubauen, ist es wichtig, sich erstmal 4 Fragen zu stellen. Zum einen dieses, warum findet es jemand überhaupt passend, eine sexuelle Beziehung zu einem Kind einzugehen? Das nannte er Emotional Congruence. Das zweite ist, warum kann ein Mensch in der Lage sein, von einem Kind sexuell erregt zu werden? Das nannte er Sexual Arousal, diesen Punkt. Die dritte Frage ist, warum ist die Person nicht in der Lage, sich auf irgendwie gesellschaftlich angepasstere Weise sexuelle Befriedigung zu beschaffen? Das nannte er Blockage. Diese 3 Faktoren gehen in den Bereich der Motivation. Warum ist jemand motiviert, ein Kind sexuell zu missbrauchen? Und dann kommt die 4. Frage, dieses, warum ist es ihm möglich, das zu tun? Also warum gibt es nicht soziale Hemmfaktoren, die ihn davon abhalten, das zu machen? Diesen Faktor nennt er Disinhibition.
Er sagt dann in dem Modell, das ist die zentrale Grundlage, es gibt vier notwendige Voraussetzungen dafür, dass es zu einem Missbrauch kommt. All diese vier Voraussetzungen müssen erfüllt sein und da müssen wir gucken, welche Faktoren spielen eine Rolle, dass die erfüllt sind. Das erste ist die Motivation. Ne? Wenn wir nicht motiviert sind zu handeln, dann tun wir es auch nicht, ganz klar, ganz einfach. Da hat er diese drei Faktoren drunter, die ich eben vorgestellt habe. Dann sagt er, ein zweiter notwendiger Faktor, wenn ein Mensch motiviert ist, dann muss er innere Hemmungen überwinden, um das zu tun. Weil, dass man Kinder nicht missbraucht, das weiß man. Und das wusste man auch schon vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Dann, wenn ich die inneren Hemmfaktoren überwunden habe, muss ich auch äußere Hemmfaktoren überwinden. Was ermöglicht es mir, äußere Hemmfaktoren zu überwinden? Und im letzten Schritt muss ich auch ganz konkret den Widerstand des Kindes überwinden und welche Faktoren spielen dafür eine Rolle. Also das sind die vier Voraussetzungen, die zwangsläufig immer durchlaufen werden müssen und die wichtig in der Analyse sind zu betrachten. Gucken wir den ersten Faktor an, die Motivation. Das Neue, was Finkelhor gemacht hat, ist, dass er auch die individuellen Faktoren, die Sie in der linken Spalte oder in der mittleren Spalte finden, betrachtet, aber sie eben ergänzt um soziokulturelle Faktoren. Und da hat er diese drei Bereiche, diese emotionale Kongruenz, da sagt er zum Beispiel, das kann für jemanden passend sein, weil er selbst in seiner emotionalen Entwicklung stehen geblieben ist. Oder das kann sein, ein Mensch hat ein Bedürfnis, sich stark und kontrollierend zu fühlen, deshalb ist es für ihn auch passend, eine sexuelle Beziehung mit dem Kind einzugehen. Oder er reinszeniert ein eigenes Kindheitstrauma. Auch dieses zum Beispiel die Frage, warum hat jemand das Bedürfnis, sich stark und kontrollierend zu fühlen, da ist es wichtig, auf den soziokulturellen Hintergrund zu gucken und zu sagen, männliche Sozialisation war so und ist auch heute noch so, da sind wir nicht wirklich von weg, dass es erwartet wird von Männern, dass sie dominant sind, dass sie mächtig sind und dass sie sexuell initiativ sind und sexuell aktiv sind. Das gehört ganz zentral zu einer Männerrolle. Bei dem zweiten Punkt, warum ist es jemandem möglich, von einem Kind sexuell erregt zu sein, sagt er, eine individuelle Erfahrung kann sein, eine konditionierende Kindheitserfahrung oder jemand anders lebt es vor. Zu diesem jemand anders lebt es vor, kommen wir sofort auch zu dem soziokulturellen Faktor Kinderpornografie. Übrigens inzwischen noch viel bedeutsamer als zu Finkelhorsts Zeit, weil Kinderpornografie natürlich, oder Finkelhorsts Zeit ist gut, also die Zeit, wo er das Modell entwickelt hat, Kinderpornografie heute viel zugänglicher ist, als es damals war, also eine viel weitere Verbreitung hat. Oder auch die erotische Darstellung von Kindern in der Werbung, auch nach wie vor ein ganz aktuelles Thema. Da wird vorgelebt, ein Kind kann ein sexuell interessantes Objekt sein. Was die männliche Rolle betrifft, hat er da wieder die männliche Tendenz, emotionale Bedürfnisse zu sexualisieren als einen möglichen Motivationsfaktor. Der dritte Bereich, Blockierung. Warum lebt ein Täter das nicht anders aus als an einem Kind? Nennt er den ödipalen Konflikt. Das ist nicht so meine Denkweise. Ich habe es nicht so mit der Psychoanalyse, aber gut, das ist ein Faktor, den er nennt. Er nennt die Angst vor erwachsenen Frauen und er nennt traumatische Erfahrungen mit einer erwachsenen Person. So. Interessant finde ich da, wenn man diesen soziokulturellen Faktor unten anguckt, repressive Normen über Masturbation und außereheliche Sexualität. Ich vermute, dass das ein Faktor ist, der sich heute anders darstellen würde. USA, 80er Jahre, ist einfach nochmal ein anderes Wertesystem auch gewesen. Das heißt, es ist immer wichtig, auf dem jeweiligen kulturellen Hintergrund auch zu gucken, welche Faktoren spielen eine Rolle. Wichtig finde ich für diesen Motivationsfaktor, der Täter muss motiviert sein, aber es müssen nicht zwangsläufig alle drei Faktoren gegeben sein. Um ein Kind sexuell zu missbrauchen, muss ich nicht sexuell erregt sein. Ich kann Dominanz auch ausleben ohne sexuelle Erregung. Das ist wichtig, dass man das jetzt nicht so liest. Alle drei Faktoren müssen erfüllt sein, aber mindestens einer davon. Okay. Wir haben den Motivationsfaktor, ein Mensch ist aus irgendeinen Gründen motiviert, ein Kind sexuell zu missbrauchen. Dann ist die Frage, wie kommt es, dass er innere Hemmungen überwindet? Finkelhor geht davon aus, dass er sagt, die meisten Menschen haben erstmal eine Hemmung, ein Kind zu missbrauchen. Ist ja auch so, ist auch gut und richtig so. Aber welche Faktoren tragen dazu bei, dass er diese Hemmung überwindet? Bei den individuellen Faktoren spielt jetzt zum Beispiel der Alkohol eine Rolle. Alkohol kann nicht erklären, dass ich missbrauche. Wenn ich trinke, mache ich nicht Sachen, wo ich überhaupt keine Tendenz zu habe. Aber das Trinken kann, und das sagen Täter ja selber, auch sich Mut antrinken, die Hemmschwelle senken und gleichzeitig auch, ich habe eine gute Rechtfertigung, wenn es rauskommt, ich war ja betrunken. So. Also da, an der Stelle spielt auch der Alkoholkonsum eine Rolle. Übrigens, wie manche Studien zeigen, auch ganz gezielt, dass die Täter gezielt Alkohol trinken vor der Tat. Da kann aber auch Faktoren wie eine Psychose, Impulsstörung oder was er dieses Versagen von Insystemmechanismen nennt, das kann da auf der individuellen Ebene eine Rolle spielen.
Auf der soziokulturellen Ebene ist es hier interessant zu sehen, dass es nach wie vor sozial toleriert ist, ein sexuelles Interesse an Kindern zu haben. Ich würde fast behaupten, mehr denn je, wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel Kinderpornografie-Konsum ist ein Bagatelldelikt. Das wird strafrechtlich kaum geahndet. So, das zeigt nach wie vor, es gibt eine gewisse soziale Tolerierung von sexuellem Interesse an Kindern. Schwache strafrechtliche Sanktionierung, muss ich den meisten hier im Raum wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Auch das, nach wie vor ist ein Kind zu missbrauchen eines der risikolosesten Delikte überhaupt. Die Ideologie von patriarchalen Vorrechten von Vätern, da hat sich mit Sicherheit einiges geändert, aber nach wie vor haben wir Aussagen von Vätern, die Kinder missbrauchen, ist meins, habe ich gemacht, kann ich mitmachen, was ich will. Die soziale Toleranz von Verbrechen im Rausch, hat Dirk auch schon angesprochen. Auch hier haben wir wieder den Faktor Kinderpornografie. Und was Finkelhorn noch nennt, ist die männliche Unfähigkeit, sich mit kindlichen Bedürfnissen zu identifizieren, also Einfühlungsvermögen, Empathiefähigkeit. Das sind die inneren Hemmungen, die jemand überwinden muss. Wenn er motiviert ist und hat diese inneren Hemmungen überwunden, dann muss er noch äußere Hemmfaktoren überwinden. Hier guckt Finkelhorn ganz viel auf die Rolle der Mutter und sagt, das will er bitte nicht sexistisch betrachtet sehen, dass er sagt, die Mütter wären verantwortlich für die Kinder, aber rein realistischerweise ist es gesellschaftlich so. Wenn das Kind keine beschützende Mutter hat, dann ist es oft in einer schwierigeren Situation. Dazu gehört wieder zu den soziokulturellen Faktoren die fehlende Unterstützung von Müttern und auch alle Faktoren, die einer Gleichstellung von Frauen entgegenwirken. Okay, das sind die äußeren Hemmfaktoren. Und letztlich dann muss ich noch den kindlichen Widerstand überwinden. Und da zeigen Täterstudien, dass sie sich ja ganz gezielt auch Kinder suchen, zum Beispiel die unsicher sind, die bedürftig sind, die depriviert sind und denen auch Wissen über sexuellen Missbrauch fehlt. Ein Kind, das nicht weiß, das, was hier passiert, ist sexueller Missbrauch, hat viel größere Probleme, sich jemandem anzuvertrauen und sich Hilfe zu holen. Und natürlich, das wissen wir inzwischen auch, die ungewöhnliche Vertrauenssituation zwischen Kind und Täter macht es einem Kind schwerer, sich zur Wehr zu setzen, und letztlich werden im Zweifelsfall auch Zwangsmittel eingesetzt. Hier spielt als soziokultureller Faktor eine große Rolle die mangelnde Sexualerziehung für Kinder und insgesamt die Machtlosigkeit von Kindern in der Gesellschaft. Das Verdienst von Finkelhorns Modell ist zum einen, dass er weggekommen ist von diesen monokausalen Erklärungen, dass er die gesellschaftliche Dimension von sexualisierter Gewalt deutlich gemacht hat und dass er einen Rahmen für zukünftige Forschung auch geschaffen hat. Forschungsergebnisse können sehr gut einsortiert werden in diese verschiedenen Faktoren. Die Begrenzung aus unserer Sicht, und an der Stelle setzt das Modell an, was Ulrike Brockhaus und ich entwickelt haben, ist, dass er sich auf den Täter fokussiert und letztlich das Geschehen nur aus Sicht des Täters betrachtet. So, Ende Modell 1. Jetzt kommt Modell 2. Ulrike Brockhaus und ich haben uns Anfang der 90er Jahre daran gemacht, dieses Modell weiterzuentwickeln. Und zwar war es uns zum einen Anliegen zu sagen, der Täter oder die Täterin ist eine Person in diesem Geschehen, aber es ist immer natürlich ein interaktives Geschehen. Das heißt, wir haben immer einen Täter oder eine Täterin und wir haben immer mindestens ein Opfer und wir haben immer Menschen im Umfeld von Täter und Opfer. Und wenn wir das Geschehen wirklich verstehen wollen, müssen wir es aus allen drei Perspektiven analysieren. Wir haben gleichzeitig noch eine sozialpsychologische Fundierung gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen gucken, welche Prozesse laufen zwischen den Menschen, den Beteiligten und in diesen Menschen ab. Und auch das ist gedacht als ein theoretischer Rahmen, um Forschungsergebnisse zu integrieren. Auch wir gehen von Fragen aus. Und zwar gucken wir, welche Faktoren begünstigen und welche erschweren ein gewisses Verhalten. Also wir wollen nicht nur gucken, was erleichtert das, sondern was erschwert es. Das ist ganz wichtig für die Prävention, dass man sagt, an der Stelle muss man versuchen, begünstigende Faktoren zum Beispiel abzubauen und hemmende Faktoren aufzubauen. Wir stellen folgende Fragen aus der Perspektive des Täters oder der Täterin. Welche Faktoren begünstigen es oder welche erschweren es, sexuelle Gewalthandlung zu initiieren? Das Opfer wird angegriffen, das muss sich wehren. Da ist die interessante Frage, welche Faktoren begünstigen die Gegenwehr eines Kindes und welche erschweren sie? Und bei Gegenwehr finde ich ganz wichtig, gleich mal zu sagen, das ist nicht nur das Nein sagen. Viele Präventionsprogramme zielen darauf an, die Kinder müssen lernen, Nein zu sagen. Klar, ich habe ein 5-jähriges Mädchen, 30-jährigen Mann, die kann Nein sagen, so viel sie will. Da pellt er sich ein Ei drauf. Ne? Also das nutzt gar nichts. Das Zentrale, worauf auch heute Präventionsprogramme im Wesentlichen abzielen, ist, dass Kinder lernen, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen.
Und da sind wir sofort bei der Umfeldperspektive. Wenn ich mir Unterstützung holen will, dann brauche ich Menschen im Umfeld, die auch überhaupt begreifen und mir glauben, was da passiert. Also bei der Umfeldperspektive ist die Frage, welche Faktoren begünstigen es oder welche erschweren es, dass das Umfeld adäquat interveniert. So, jetzt kommt die Sozialpsychologie ins Spiel, dass wir nämlich sagen, auch wir gucken, welche Prozesse durchlaufen Menschen, wenn sie handeln. Das eine ist, was auch Finkelhoher ja schon gesagt hat, man braucht eine Motivation, ohne eine Motivation handle ich nicht. Und dann, und hier setzen ja ganz zentral die gesellschaftlichen Mechanismen an, prüfe ich, wie sind meine Werte, wie sind meine Überzeugungen, wie ist mein Wissen, wie passt das zu dem Handeln, zu dem ich motiviert bin. Wenn jetzt hier eine große Torte mitten im Raum stehen würde und ich hätte große Lust, die zu essen, dann würde ich trotzdem überlegen, das wäre jetzt unangemessen, die Torte ist eigentlich für Dirk Bange und ich kann jetzt nicht hier hingehen und mir was nehmen und dann würde ich es erstmal lassen. Ich kann aber auch sagen, ich bin hier die Königin, ich kann machen, was ich will, ich gehe dahin und nehme mir das. Je nachdem, wie meine Werte sind, setze ich diese Motivation um oder nicht. Im nächsten Schritt gucke ich, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich überhaupt und was wir immer machen, ist, wir machen eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Welche Vor- und Nachteile zeigt ein bestimmtes Handeln oder Nicht-Handeln? Bei der Motivation, wenn ich das jetzt mal ganz kurz aus Sicht der verschiedenen Perspektiven sagen darf, beim Täter müssen wir gucken, was motiviert ihn überhaupt dazu, ein Kind zu missbrauchen? Was kann es sein, dass es ihn vielleicht wirklich sexuell motiviert? Ne? Das ist der klassische Pädosexuelle vielleicht. Das kann aber auch jemand sein, der diese sogenannten Ersatzhandlungen macht. Zum großen Teil haben wir aber mit sexualisierter Gewalt zu tun. Das heißt, es geht gar nicht darum, wirklich Sexualität auszuleben, sondern Macht, Dominanz, Unterwerfung auszuleben. Und wo kommt das her? Und da sind wir wieder bei den traditionellen Geschlechtsrollenbildern, an denen wir ansetzen müssen. Wenn wir den Motivationsfaktor aus der Opferperspektive betrachten, würde man sagen, naja, muss man ja nicht groß gucken mit der Motivation, kein Kind ist motiviert, missbraucht zu werden. Natürlich hat das eine Motivation, sich zur Wehr zu setzen. So leicht ist es aber nicht, weil die Beziehung meistens ambivalent ist. Ne? Ich habe auch was von dem Täter, ich habe auch eine positive Beziehung oder ich erhoffe mir die zumindest. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, eine eindeutige Motivation auszubilden. Besonders kritisch wird es bei der Umfeldperspektive. Um eine Motivation zum Handeln zu entwickeln, muss ich überhaupt erstmal wahrnehmen, dass da was passiert, wo ein Handeln erforderlich ist. Dafür muss ich Signale erkennen können oder dem Bericht eines Kindes glauben. Und wenn ich es wahrgenommen habe, muss ich dann auch noch die Situation so bewerten, dass ich sage, ja, das ist sexueller Missbrauch, das ist nicht in Ordnung, da muss ich was tun. Und an dieser Stelle stehen die Mythen entgegen. Wenn ich das Bild habe, es ist der Dirty Old Man aus der Unterschicht, dann werde ich den netten, smarten Kollegen, dem die Frauen zu Füßen liegen, werde ich nie zutrauen, dass der ein Kind missbraucht. Und wenn ich ein Kind in einer Jugendhilfeeinrichtung habe, die sowieso schon auffällig ist und die beschuldigt den netten Kollegen und ich muss mich entscheiden, glaube ich ihr oder glaube ich ihm, dann glaube ich natürlich ihm. Und da stehen die Mythen vor, nach wie vor. Okay, also ich habe eine Motivation zum Handeln, jetzt kommen meine handlungsleitenden Werte, aber auch ganz zentral mein Wissen, was ich habe. Ne? Der Täter hat ja den Wert, ich darf alles tun oder nicht, stehen Werte dagegen, dass er die Motivation umsetzt. Beim Kind ganz zentral das Wissen, weiß das Kind, dass das, was jetzt passiert, dass das Missbrauch ist, dass es nicht in Ordnung ist. Hat es die Überzeugung, ich darf mir Hilfe holen und hat es auch ein Wissen, wo es Hilfe kriegen kann oder nicht. Das spielt eine ganz große Rolle. Beim Umfeld ganz genauso. Habe ich den Wert, dass ich mitverantwortlich bin, genau hinzugucken und auch zu intervenieren? Habe ich ein Wissen, was ich tun kann? Gerade das Problem hatten wir in den 90er Jahren ganz extrem. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen noch an die Fälle Wildwasser-Coesfeld, Missbrauch mit dem Missbrauch, wie Erzieherinnen in Dreck gezogen worden sind, weil es hieß, sie machen sich nur wichtig und ziehen unschuldige Männer. Habe ich ein Wissen über Interventionsstrukturen oder nicht? Also, wenn ich eine Motivation habe und meine Werte dem entgegenstehen, so zu handeln, dann gucke ich, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich überhaupt. Ein Täter guckt, was ermöglicht es mir, ein Kind zu missbrauchen. Ich bin selber im Moment im Rahmen der bundesweiten Fortbildungsoffensive unterwegs und schule Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Jugendhilfeeinrichtungen. In dem Rahmen mute ich Ihnen zu, Sie müssen sich hinsetzen und sich vorstellen, Sie wollen in Ihrer Einrichtung ein Kind missbrauchen und sollen mal genau überlegen, wie Sie es tun. Das ist richtig gemein. Die setzen sich hin und sagen, oh, mir wird schon schlecht bei der Vorstellung. Dann sage ich denen, ja, was glauben Sie, wie schlecht Ihnen wird, wenn Sie tatsächlich damit konfrontiert werden? Und in den meisten Einrichtungen, mit denen ich arbeite, gibt es Fälle, die jetzt ans Tageslicht kommen. Aber die erste Rückmeldung, wenn die aus den Arbeitsgruppen kommen, ist, dass sie sagen, oh Gott, das ist ja total einfach. Ich könnte das ja sofort machen.
Und das ist es nach wie vor. Ein Kind zu missbrauchen ist nach wie vor super einfach. So. Wo sich schon was verändert hat, ist bei den Handlungsmöglichkeiten gerade für die Kinder. Wir haben heute Interventionsstrukturen, wir haben Präventionskonzepte, wir haben Ansprechpartnerinnen und wir vermitteln Kinder Wissen darüber, dass sie wissen, was sexueller Missbrauch ist. All das noch rudimentär, aber an den Stellen ist schon eine ganze Menge passiert. Und ganz entscheidend, wir haben es im Umfeld, dass wir da Konzepte, Interventionskonzepte haben, dass wir Handlungsleitfäden haben und, dass wir ein Bundeskinderschutzgesetz haben, was auch einen Rahmen schafft und Einrichtung sagt, hier, ihr müsst dafür sorgen. Und kommen wir zum letzten Punkt, zur Kosten-Nutzen-Abwägung. Das macht man im Alltag in jeder Situation, das klingt immer so ein bisschen wirtschaftswissenschaftlich. Aber mal angenommen, ich müsste jetzt ganz dringend aufs Klo gehen. Wenn ich das tun würde, wäre mein Nutzen, ich wäre total erleichtert und entspannter. Meine Kosten wären sehr hoch, weil ich würde jetzt rausgehen, Sie hier sitzen lassen, Sie gucken auf die Uhr und genau, ne, deshalb komme ich jetzt auch zum Ende, deshalb mache ich das nicht. Also wie ich das mit dem Pinkeln abwägen würde, mache ich das in jeder anderen Situation auch. Und da ist natürlich die ganz zentrale Frage, welchen Nutzen, ein Täter zieht einen Nutzen aus dem Missbrauch und wie hoch sind die Kosten? Wir müssen die Kosten weiter hochsetzen und wir müssen gucken, wie kriegen wir den Nutzen runter bei den Tätern. Wir müssen für das Kind den Nutzen, sich anzuvertrauen, höher setzen und die Kosten minimieren. Und die Kosten sind nach wie vor enorm hoch. Allein die Kosten, für viele ist es schon so, dass sie sagen, ich will gar nicht erzählen, weil ich will überhaupt nicht, dass andere Menschen wissen, was ich tun musste und was ich erleiden musste. Allein schon die Vorstellung, andere wissen das, das ist mir schon zu viel. Wie kriegen wir die Kosten für die Kinder runter und den Nutzen hoch? Und da denke ich, im letzten Punkt sind wir noch auf dem besten Weg, wenn wir das soziale Umfeld betrachten, gerade wenn wir ein professionelles Umfeld betrachten. Da haben wir inzwischen die Handlungskonzepte und auch die Haltung, niemand kann einem Kind alleine helfen, ich muss die Verantwortung teilen. Wir haben Interventionskonzepte, wir haben Leitfäden, aber die müssen wir noch weiter ausarbeiten. So, als letztes gibt es den lilanen Pfeil noch nach oben, weil diese Prozesse werden immer wieder durchlaufen. Ich kann noch mal dazu sagen, als wir dieses Modell gemacht haben, hätten wir uns sehr gewünscht, dass es mehr diskutiert und mit Leben gefüllt wird. Ich hätte auch gerne Widerspruch gehabt, dass Leute sagen, das ist Quatsch oder das muss erweitert werden. Tatsächlich beobachten wir, dass die Diskussion stagniert, dass es kaum was gibt, dass man sich kaum mit diesen Fragestellungen befasst, was ich sehr bedauerlich finde. Danke. Ja, perfekt, Maren Kohlsson. Sie haben es in 20 Minuten geschafft. Das kann ich schon sagen. Herzlichen Dank. Ich hätte jetzt natürlich schon am liebsten Lust zu diskutieren, aber das schieben wir noch ein bisschen auf, weil wir werden noch weiteres Modell zu hören bekommen von Barbara Kavemann. Sie beschäftigt sich ebenfalls seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Gewalt, vor allem auch Gewalt in Geschlechterverhältnissen und mit sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Sie hat unter anderem, und ich glaube, das war auch Pionierinnenarbeit, sich sehr früh begonnen, auch mit Frauen als Täterinnen auseinanderzusetzen, sicherlich auch ein Tabu. Frauen machen sowas nicht oder auch eine Stereotype. Danke dafür, auch hier keine Tabus aufrechtzuerhalten. Und sie hat, und das Modell wird sie jetzt gleich vorstellen, ich könnte noch viel zu Ihnen sagen, aber hier geht es jetzt um das Modell, das Sie präsentieren werden. Sie hat im Rahmen eines EU-Projekts die Entwicklung des Perpetration-Modells mitentwickelt und das werden wir jetzt ebenfalls hören. Danach wird Thomas Schlingmann alle Modelle noch mal kurz bewerten oder kritisieren oder was auch immer. Und dann, denke ich, haben wir wirklich, Sie sind ja alle an der Debatte interessiert, noch Zeit für eine ausführliche Diskussion. Barbara Kavemann. Ja, bedanke mich. Auch ich muss mich beeilen. Das Perpetration Model. Ich habe im Rahmen des CARF-Projektes mitgearbeitet, wenn auch jetzt nicht speziell an diesem Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich war eingebunden in den Themenbereich Gewalt in Paarbeziehungen. Aber dieses CARF-Projekt Cooperation Action on Human Rights Violations hat sich eben vielen
Fragen von Gewaltentstehen in vielen Bereichen gewidmet. Ich habe Ihnen hier die Links draufgeschrieben, das heißt, wenn Sie sich dann die Datei abrufen von den Veranstaltern, dann können Sie da draufklicken. Das ist nämlich alles hochgradig interaktiv. Ne? Und so interaktiv kann ich Ihnen das ja nicht vorstellen. Erstens wäre das technisch ein bisschen komplizierter und zweitens würde das sehr viel Zeit brauchen, weil da müsste man anfangen, damit rumzuspielen und die Dinge zu zeigen. Ich werde Ihnen beschreiben, wie das Ganze funktioniert und Sie können das dann selber ausprobieren. Das heißt, es ging darum, eben Faktoren festzustellen, wie entsteht Täterschaft, welche Faktoren tragen dazu bei, dass auf die eine oder andere Art und Weise im einen oder anderen Kontext gegen die eine oder andere Gruppe von Menschen Gewalt ausgeübt wird. Und das Ganze ist entstanden durch die Analyse von möglichst allem, was man irgendwie erwischen konnte an internationaler Literatur. Und es war ein sehr großes, europaweites Team daran beteiligt. Das Erste, was man immer sagen muss, wenn man auf dieses Modell schaut, es geht nicht um kausale Erklärungen, ja, sondern es geht um ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Also es geht nicht darum zu sagen, wenn, sagen wir mal, Bedingung A erfüllt ist, dann wird mit Sicherheit ein Kind missbraucht. Ja? Ganz im Gegenteil. Also es geht darum zu sagen, wenn bestimmte Faktoren zusammenkommen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher als ohne diese, ja, dass es zu sexuellem Missbrauch kommen kann. Ja? Und es handelt sich um ein Konfluenzmodell. Also es geht, wie bei den anderen Modellen auch, immer darum, dass nicht ein Faktor ausschlaggebend ist, sondern nur das Zusammenkommen der unterschiedlichsten Faktoren so etwas wie zu Täterschaft führen kann. Ja? Und auch das eben keinesfalls zwangsläufig. Ja? Weil es ganz viele Leute gibt, die wahrscheinlich irgendwie eine Menge von all diesen Faktoren erfüllen oder Belastungen auf dem Buckel haben und keinesfalls Kinder missbrauchen. Ja? Und auch hier nochmal die Einschränkung, die wurde eingangs auch schon gemacht von Thomas. Es geht, wir können immer nur über das verfügen, was wir wissen. Das heißt, was liegt an empirischer Forschung vor? Und die ist lückenhaft. Das heißt, zu vielen Bereichen gibt es ganz wenige Studien oder nur kleine klinische Studien, keine großen bevölkerungsbezogenen Studien. Oder, das wurde schon gesagt, Forschung an bestimmten Zielgruppen, die halt irgendwie erreichbar sind, sei es Menschen in Krankenhäusern, Menschen in Beratungskontexten oder in Therapiekontexten, Menschen in betroffenen Gruppen, Menschen im Strafvollzug, Menschen hier, Menschen da. Aber das ist weitgehend immer wieder alles begrenzt. Ne? Und ganz wichtig ist es, nicht zu viel zu erwarten von solchen Modellen, grundsätzlich. Ja? Sie sind theorieleitend, ja? Sie regen unser Nachdenken an, sie können für weitere Forschung sinnvoll sein, ja? Aber diese Modelle erklären nicht, wie man Gewalt abschaffen kann. Ja? Dazu gehört sehr viel mehr. Ganz kurz, dieses Projekt hat sich vielen Feldern von Gewalt zugewandt. Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Partnergewalt, sexuelle Belästigung, Menschenhandel, die berühmten schädigenden traditionellen Praktiken, aber eben auch im Bereich der Gewalt gegen Kinder, sowohl Misshandlung und Vernachlässigung als auch sexueller Missbrauch und so weiter. Und hat auch geschaut auf die Gewalt wegen sexueller Orientierung, also ein sehr breites Feld, und wir schauen jetzt auf den sexuellen Missbrauch. Wie gesagt, die Kategorien, die hier entwickelt, zusammen und ins Verhältnis zueinander gesetzt wurden, und das ist das Wichtige, ja? Sie basieren auf dem, was wir an verfügbarem Wissen finden konnten. Ja? Das Ganze wurde, ich kann Ihnen keinesfalls erklären, wie das passiert ist, weil ich verstehe nichts davon, ja? mit Verfahren quasi zu diesem Modell entwickelt. Dazu mussten einzelne Faktoren aufgrund dessen, was man aus der Forschung über sie weiß, auf eine bestimmte Art und Weise gewertet und gewichtet wurden. Es musste klar quasi eingeführt werden, wiegen manche Faktoren schwerer als andere, nehmen die stärker Einfluss, gibt es welche, die nicht so starken Einfluss nehmen, wie wirken die zusammen? Ja, das haben die klugen Kolleginnen und Kollegen gemacht und zu Ergebnissen verarbeitet. Wie gesagt, für einiges wissen wir nicht sehr viel. Und das Wichtige ist, es geht hier um verschiedene Ebenen, um nochmal eine mehr, als bislang in der Diskussion war. Es geht um Einflussfaktoren auf der Makroebene, also Gesellschaft generell, Gesellschaft, das alles, was wir darunter verstehen, ne? Also übergreifendes, kulturelles, historische, wirtschaftliche, die gesamten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Es geht um die
Mesoebene, die Mesoebene, also die Ebene größerer Institutionen, Organisationen, die soziales Leben regeln, die Sanktionen aussprechen können, die quasi Rahmenbedingungen setzen für das Leben von Individuen und Familien, ja, die Gemeinschaft strukturieren, normieren. Ja. Es geht um die Mikroebene, also die sozialen Nahgruppen, ja, die nähere Familie, der Arbeitsplatz, also die engere Kollegenschaft, ja, engere Nachbarschaft, das, was in diesem Rahmen passiert. Und natürlich um die individuelle Biografie, wie ist ein Mensch aufgewachsen, was hat quasi seinen Lebensweg bestimmt und was hat auf dieser höchst individuellen Ebene Einfluss genommen auf sein Tun oder ihr Tun. Jetzt schauen wir hier einmal auf die Makroebene. Sie sehen, das ist dieses Vier-Ebenen-Modell. Und Sie sehen auch gleich, da sind so pilzähnliche rote Teile drauf, also Nägel oder wie man das immer nennen will. Aus irgendwelchen Gründen hat man sich für diese Form entschieden, ich weiß es nicht. Ne? Es sind da drauf gesetzt auf der gesellschaftlichen Ebene. Und Sie können dann immer rechts schauen, ja? Je größer der rote Nagel oder der rote Pin, ja, desto stärker der Einflussfaktor. Ja. Je kleiner, desto schwächer der Einfluss, den dieser jeweilige Faktor ausübt. Und für die Makroebene wurde hier als allerstärkster Faktor der Risiken für sexuellen Missbrauch schafft, die gesellschaftliche Status von Kindern festgestellt. Ja, die Rechtlosigkeit von Kindern, ich meine, bedenken Sie mal, wie kurz in unserem Lande Kindern überhaupt Menschenrechte zugesprochen wurden. Ja, das war gerade mal eben. Ja. Die Rechtlosigkeit von Kindern, die Unfähigkeit und die Unmöglichkeit von Kindern, über ihr eigenes Leben zu entscheiden, ja, und Einfluss zu nehmen auf das, was mit ihnen passiert. Der stärkste Gefährdungsfaktor auf der Makroebene. Ja. Ein weiterer halbwegs kräftiger Einflussfaktor, und der wurde gerade auch von Marin nochmal sehr deutlich ausgeführt, das ist das, was in den Medien passiert, das öffentliche Bild von Kindern, was zum Teil ein sehr sexualisiertes ist, oder eins, was bedeutet, Kinder stehen Erwachsene für unterschiedliche Bedürfnisse zur Verfügung. Ja? Ich habe übrigens in letzter Zeit sehr angefangen, darüber nachzudenken, was die Präsenz von diesen unglaublich vielen nackten Kindern in katholischen Kirchen, ja? Die ganzen Decken sind voller nackter Kinder, gezeichnet in Skulptur, in was auch immer. Ja, das ist mir noch nie so aufgefallen, wie in nach dieser Diskussion um die katholische Kirche und den sexuellen Missbrauch. Weil wir haben die Medien und wir haben auf der anderen Seite aber auch eine öffentliche Präsenz von Kinderbildern seit alters her. Wenig stark im Vergleich dazu der Einfluss, den eine gesellschaftsweite Entwertung oder weniger Geringschätzung von Frauen bedeutet, aber er wirkt. Ja? Wir haben deswegen auch eine stärkere Betroffenheit von Mädchen, und auf der anderen Seite wirkt der Faktor, der in unserem Modell Masculinity genannt wurde, also männliche Normen auf gesellschaftlicher Ebene, wie hat ein Mann zu sein, um als ein solcher anerkannt zu werden, und ist mit ein Begründungsfaktor für das stärkere Vorhandensein von männlicher Täterschaft. Auf der Mesoebene findet sich nicht sehr viel, da gibt es wenig Untersuchungs dazu, ja? Aber es gibt einen Aspekt, den auch Marin angesprochen hat, Failed Sanctions, also das Sanktionensystem greift nicht, ja? Beziehungsweise nicht ausreichend. Ja? Es ist ja nicht, dass es nicht greifen würde, aber es greift nicht ausreichend, und es greift auch zunehmend erst in jüngerer Zeit und früher deutlich weniger. Und auf der anderen Seite, auf der Mesoebene, ein Faktor, der sich nennt bei uns hier Entitlement, also der bedeutet, das Recht dazu zu haben. Ja? Jetzt nicht die Straffreiheit, aber dass Kinder quasi gedacht und konzipiert sind als eine Gruppe, über die Erwachsene verfügen dürfen. Auf der Mikroebene, also jetzt sind wir zum Beispiel auch auf der familiären Ebene, also auf der sozialen Nahebene, vier Faktoren, die alle gleich starkermaßen Einfluss nehmen nach dieser Analyse, ja, und zwar einmal die Verpflichtung von Kindern zum Gehorsam. Der Obedience Code, ja, unterschiedlich kulturell stark ausgeprägt, ja, in Veränderung begriffen, im gesellschaftlichen Wandel begriffen und trotzdem weiterhin nachhaltig
existent. Und es ist kein Zufall, dass gerade Forschung auch sagt, in Familien, wo es überhaupt also rigidere Erziehungsformen gibt, kommt es häufiger zu sexuellem Missbrauch. Und Kinder, die nicht gut aufgehoben sind in ihrer Familie, aufgrund zum Beispiel von vielfältigen Strafen und die dann eher auch rausgehen aus ihrer Familie, sind besonders bedroht. Family Stress, also die familiäre Belastung, vielfältige Belastungsfaktoren, die auf Familien ja, lasten, Belastung lastet. Das heißt, womit kämpfen Familien im Alltag? Ja? Was führt dazu, dass Kinder hier nicht gut aufgehoben sind? Ja? Was bedeutet, dass diese Familien kein sicherer Ort für Kinder sind? Ja? Rewards, ein ganz wichtiger Aspekt, der passt zu Mariens Kosten-Nutzen-Rechnung, nämlich was hat die Person davon, dass sie ein Kind sexuell missbraucht? Ein ganz starker Einflussfaktor, genauso stark wie andere auf dieser Ebene hier. Ja? Im engen Nahbereich bedeutet das, weil die Kinder werden in aller Regel im engen Nahbereich ausgewählt. Hier liegt der Hauptbereich von sexuellem Missbrauch. Man hat etwas davon. Ja? Entweder die sexuelle Befriedigung oder aber das Gefühl, hier jemanden unter Kontrolle zu haben. Ja? Oder aber anderes, das kann sehr vielfältig sein. Und Opportunity, ganz klar im sozialen Nahbereich, wie leicht es ist, ein Kind sich zu greifen, wenn man das denn möchte. Und das geht natürlich vor allem im sozialen Nahbereich. Und wir haben sehr viele unterschiedliche Faktoren, die, so ist die Forschung nun mal gestrickt, gut erforscht sind auf der ontogenetischen Ebene, also quasi auf der individuellen Biografieebene. Ja, was spielt da eine Rolle für die jeweils individuelle Person, die ein Kind missbraucht? Ja? Familiäres Versagen, frühes Trauma im Leben, das Problem, emotionale Probleme, also quasi keine Bindungssicherheit, ja, nicht gut klarzukommen mit emotionaler Nähe oder zu leiden unter emotionaler Kälte, nicht fähig zu sein, zu Empathie. Cognitions, verzerrte Wahrnehmung, ein völlig verzerrtes Bild von dem, wie Kinder sind zum Beispiel, nichts umgehen können und von daher keine Sicherheit bieten zu können, sondern überzugreifen auf Kinder, deren Verhalten man als irgendwie sexuell empfindet. Ja? Verzerrte Wahrnehmungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, all das. Ja? Das Masculine Self, relativ gering, aber wirksam, das heißt jetzt nicht die gesellschaftliche Norm, sondern die individuelle Umsetzung. Ja? Was macht der einzelne Mann damit, ja, mit diesen gesellschaftlichen Ansprüchen an ein Männerleben? Wie setzt er das für sich um und wie ist möglicherweise auch sexueller Missbrauch von Kindern ein Moment, das zu tun, indem man also momentan und situativ die Kontrolle gewinnt? Wichtiger noch im und nicht geschlechtsgebunden, aber mit Tendenzen eher zum Männlichen, der depersonalisierte Sexualität. Das heißt also, das Erwerben einer Sexualität, die wenig geknüpft ist an Bindung, die wenig geknüpft ist an tiefergehende Gefühle, sondern die eher entfremdet, gelernt und erlebt wird. Und Stimulus Abuse, also wir haben hier Einfluss von zum Beispiel der schon mehrfach zitierte Alkohol oder andere Mittel, die eingenommen werden können, sei es zum Aufputschen, sei es zur Beruhigung. Wir haben hier aber auch den Stimulus des Machtgefühls. Ja? Wir haben hier den Stimulus der sexuellen Erregung. Ja? Also da gibt es sehr viel auf dieser Ebene. Das sind die vier Ebenen. Und wenn Sie das jetzt schauen, jetzt wird es richtig kompliziert, aber auch sehr, sehr spannend. Und das, was jetzt kommt, geht nur interaktiv. Ja? Das heißt, Sie haben jetzt hier die Makroebene oben, die Mesoebene, ja? Die Mikroebene und unten die ontogenetische Ebene. Ja? Und Sie können jetzt anhand dieses Modells, ja, unterschiedliche Abläufe sich bildlich vorführen lassen. Was kann womit zusammenhängen? Ja? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht zeigen. Ja? Aber das ist jetzt richtig spannend. Ja? Und im Gesamtbild sind hier alle abgebildet. Im Gesamtbild diese Pfeilgeschichten, die Sie hier sehen, ja? Also hier führt zum Beispiel, ne, von Masculinity ein Pfeil zu Entitlement. Ich darf das. Ja? Ne? Dann führt ein Pfeil weiter zu Rewards. Ja? Ja, ne? Ich habe ja auch was davon. Ne? Und dann geht es mehr oder weniger direkt weiter, wenn entsprechende Bedingungen erfüllt sind, zum Missbrauch eines Kindes. Ne? Oder ich kann Bedingungen mit einer katastrophalen Kindheit, ne? Völlig emotionale Probleme, die daraus entstehen, verzerrte Kognitionen, die sich daraus entwickeln, ja? Gelegenheiten aber, die sich bieten
und ganz unterschiedliche Abläufe. Und Sie sehen hier, das sind diese Pfadmodelle, wie wir sie genannt haben, sind mögliche Interaktionen. Ja? Das sind keine deterministischen Kausalketten. Ja? Das bedeutet nicht, wenn wir beginnen quasi mit einer ausgeprägten Männlichkeit, die jemand akzeptiert als gesellschaftlich vorgegebene Norm und sagt, so will ich sein, ja? Oder einer unterwürfigen Weiblichkeit, die jemand akzeptiert und sagt, so lebe ich, ja? Oder mit einer katastrophalen Kindheit, so ist das keinesfalls irgendwie deterministisch. Ja? Sondern da sind so viele andere Dinge, die eingreifen, sonst würden wir, also fast alle, die wir hier versammelt sind, den einen oder anderen Anlass haben, ein Kind zu missbrauchen und würden das auch schon getan haben. Ja? Das heißt, nie denken, das sind zwangsläufige Sachen, sondern es sind mögliche. Ja? Und es ist wichtig, dass immer verschiedene Wege dazugehören. Das geht nicht nur über einen Faktor. Ja? Und ich habe Ihnen eben schon welche genannt, ich kann das hier auch beispielhaft nochmal irgendwie sagen, ne? Die gesellschaftliche Geringschätzung von Frauen auf der Makroebene, ne? Und das Zusammenkommen auf der Makroebene von bestimmten Männlichkeitsnormen, ja? Führen durchaus in vielerlei Hinsicht zu dem Bewusstsein, ich darf zugreifen. Ja? Dann greift man zu. Man muss es aber nicht tun, bei weitem nicht alle tun das. Ja? Der Stress innerhalb einer Familie, die Belastung einer Familie, gekoppelt mit elterlichem Versagen, ja, was einfach nicht gut läuft, die Kinder sind nicht gut versorgt. Ja. Wenn dann möglicherweise ein sexueller Missbrauch dazukommt, ein traumatisches Erleben. Ja. Und wenn dann eingreift ein ganz bestimmtes männliches Selbstbild. Ja. Und dann kann das zu sagen wir mal, verzerrten Emotionen führen, dann kann das zu entpersonalisierten sexuellen Kontakten kommen und das kann nahelegen, dass es auch zu sexuellem Missbrauch kommen kann. Aber immer in der Formulierung kann, nie in der Formulierung muss. Ja? Sie müssen jetzt zum Ende kommen. Ich bin die Einzige, die Sie mahnt. Merken Sie das? Ich bin die Einzige, die Sie gemahnt hat. Ich habe auch Maren gemahnt. Das haben Sie gar nicht mitgekriegt. Das habe ich ganz subtil gemacht. Aber alles klar. Also, nochmal. Immer vorsichtig, ja? Und die Faktoren nie mit Ursachen verwechseln. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir Ihre Intervention ersparen können. Ja, ich sagte es schon, Thomas Schlingmann, auch er ist noch nicht wirklich vorgestellt. Viele kennen ihn ganz bestimmt hier. Thomas Schlingmann ist Traumafachberater und langjähriger Mitarbeiter der Berliner Beratungsstelle für Jungs und Männer ausreden lassen. Von Männern, die als Jugendliche von sexueller Gewalt betroffen waren. Okay? Sorry. Ja, auf jeden Fall will er, sagte es schon, jetzt ganz bestimmt nicht die Modelle nochmal zusammenfassen, sondern aus seiner Sicht vielleicht auch nochmal sagen, auch das nachher auf dem Podium mit allen, was helfen denn diese Modelle bei der Ursachenforschung? Wo gibt es Lücken in diesen Modellen? Und ich freue mich, dir zuzuhören. Ja, ich würde gern als letztes noch einen Aspekt einbringen, den wir bisher in diesen Modellen nicht haben, den wir bei uns in der Auseinandersetzung bei Tauwetter unter Betroffenen entwickelt haben. Das ist das Konzept der Bedeutung sexueller Gewalt, was auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der Makroebene anzusiedeln ist. Diese Folie kann ich mir im Grunde schon die ersten Teile sparen. Das haben wir nämlich schon gehabt. Sexuelle Gewalt wird eingesetzt, weil jemand sie für sinnvoll hält und für ein probates Mittel, was ihn seinen Zielen näher bringt. Punkt. Das sind die Gründe, warum jemand sexuelle Gewalt ausübt. Wenn er das nicht hätte, Maren hat es Kosten-Nutzen-Rechnung genommen, würde es keine sexuelle Gewalt geben. Jetzt ist aber der Punkt, wie kommt diese Kosten-Nutzen-Rechnung zustande? Da hat Maren einiges gesagt und in diese Kosten-Nutzen-Rechnung fließt immer ein, was ist denn mal drumherum um mich, was sind die gesellschaftlichen Werte, welche Werte davon habe ich übernommen. Und wir haben einen Sinn in Handlungen, nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und dieser gesellschaftliche Sinn, die Bedeutung sexueller Gewalt, fließt auch wieder zurück
in die individuelle, konkreten Handlungsgründe. Und diese Bedeutung will ich jetzt kurz eingehen. Also Bedeutung nochmal zur Differenzierung. Es geht nicht, ich nehme mal ein Beispiel. Autos werden gebaut, damit man damit fahren kann, ganz verkürzt. Das ist das, wozu sie produziert werden. Das ist aber nicht der Grund, warum der einzelne Arbeiter das Auto baut. Der hat nicht die Motivation, der will damit Geld verdienen. Das heißt, die Sachen sind nicht identisch. Aber natürlich ist es so, wenn keiner Autos haben wollte und niemand damit fahren wollte, wenn die keinen Sinn machen würde, dann würde auch keiner individuell diese Autos produzieren. Das heißt, die Sachen hängen doch wieder zusammen. Aber wir merken ja gerade, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ebenen sind teilweise sehr verschlungen und ziemlich komplex. Okay, was ist jetzt die Bedeutung sexualisierter Gewalt? Ich will das nicht herleiten, sondern ich will kurz das Ergebnis dieser ganzen Diskussion versuchen darzustellen. Sexualisierte Gewalt bedeutet auf zweifacher Ebene einen Ausschluss aus einer ganz bestimmten Gruppe. Auf der ersten Ebene ist es der Ausschluss aus der Gruppe der Männer. Sexualisierte Gewalt in dem, was ihre Bedeutung ist. Wir sind also auf so einer Konstruktionsebene. Sexualisierte Gewalt macht unmännlich. Ganz klar. Ein Mann, der sexuell missbraucht worden ist, steht vor der Frage, ein Junge, der sexuell missbraucht worden ist, steht vor der Frage, wie kann ich noch ein richtiger Mann sein? Weil das, was sexualisierte Gewalt ist, das passiert Mädchen und Frauen, das passiert nicht Jungen. Ein Mädchen, was sexuell missbraucht worden ist, erlebt etwas anderes, erlebt genauso diesen Ausschluss, aber dieser Ausschluss fällt zusammen damit, was ihr sowieso schon zugestuft wird, nämlich du bist das zukünftige Opfer, du bist diejenige, der so etwas immer wieder passieren wird. Das heißt, es findet, so pervers es ist, durch die sexualisierte Gewalt beim Mädchen eher eine Bestätigung ihrer geschlechtszugewiesenen Geschlechtlichkeit und bei Jungen eher eine Infragestellung statt. Beides bedeutet, sexualisierte Gewalt, du kannst, gehörst nicht zu dieser Gruppe der Männer, der Aktiven, der Tätigen. Der zweite Teil ist nochmal ein Stückchen grundsätzlicher, wo sexualisierte Gewalt ausschließt. Sie schließt nämlich aus dem Menschsein prinzipiell aus. Das macht, drückt sich in bestimmten Formulierungen aus, die wir öfter hören. Ich habe mich gefühlt wie ein Stück Dreck, ich bin nur noch ein Gegenstand gewesen, ich konnte benutzt werden wie ein Gegenstand, ich bin ein Ding. Menschen sind Wesen mit Zielen, Absichten und so weiter. Es ist heute Abend klar geworden. Wir sind nicht irgendwelche Maschinen, die auf Reize reagieren und Automatismen, sondern wir haben eigenen Kopf. Wir benutzen den, mal mehr, mal weniger bewusst, aber wir benutzen ihn und setzen ihn ein. Das heißt, wir haben Ziele, wir haben Absichten und danach richten sich unsere Handlungen. Und genau das wird aber bei sexualisierter Gewalt komplett negiert. Die Ziele der Betroffenen sexualisierter Gewalt zählen bei der sexualisierten Gewalt nicht. Das zählen nur die Ziele der Täter oder Täterinnen. Und das hat eine ziemlich heftige Reichweite. Das wird oft unterschätzt. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir arbeitsteilig organisiert, gemeinsam, zumindest ist so das Modell, das demokratische Modell, gemeinsam darüber entscheiden, wie das, was hier erwirtschaftet wird, verteilt wird. Dafür haben wir Tarifverhandlungen, dafür haben wir Hartz-IV-Regelungen, dafür haben wir Gesetzgebung und, und. Wenn ich jetzt nicht mehr zu denen zähle, die mitzureden haben, wenn ich ausgeschlossen werde aus dieser Gemeinschaft, dann habe ich keine Rechte mehr, dann bin ich auf Almosen angewiesen. Und das ist ziemlich existenziell. Da bin ich nämlich in der Situation, wie es Flüchtlinge ohne Papiere hier sind. Die haben kein Recht zu arbeiten, sie haben kein Recht auf irgendwelche Arten von Unterstützung und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz grundlegend existenzielle Dimension, die oft meines Erachtens unterschätzt wird. Das klingt jetzt so ein bisschen so, da geht es die ganze Zeit jetzt wieder um die Betroffenen, wie sich das da auswirkt. Hintergrund, okay, warum funktioniert das? Ich doch ein bisschen Herleitung. Mir hat Alex Oberländer, eine Historikerin, die eine tolle Arbeit gemacht hat zu sexualisierter Gewalt im untergehenden Zarenreich. Klingt vollkommen abstrus. Die hat ganz toll rausgearbeitet, dass das, was Sexualität für einen Stellenwert hat, sich total geändert hat. Wir haben mit der bürgerlichen Revolution zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt, also eine neue Art von Selbstdefinition, Selbstverständnis hat sich da angefangen durchzusetzen. Und darin hat Sexualität und Geschlechtlichkeit eine ganz zentrale Rolle. Und das genau ist der Knackpunkt, weswegen heute
sexualisierte Gewalt nicht wie irgendeine andere Art von Körperverletzung ist, sondern genau auf diese existenzielle Art reinhauen kann. Es zielt eben auf das, wie ich mich in meiner Identität, in meinem ganzen Selbst konstruiere und begreife. Wie wirkt sich das jetzt aus? Wir hatten diese Makroebene, wo das Ganze ist, die gesellschaftliche Ebene. Vorletzte Folie. Die Bedeutung sexueller Gewalt auf dieser Ebene, das ist ja etwas, was ein bestimmtes gesellschaftliches Wissen, sage ich mal, ist, was nicht immer allen im Einzelnen bewusst ist, aber was ein gesellschaftliches Wissen ist. Es zählt diese Bedeutung, was passiert, wenn sexualisierte Gewalt eingesetzt wird im Grunde, wozu sie eingesetzt wird. Das zählt zu dem, was in das, was die Kosten-Nutzen-Abrechnung, was die Werte der Täter, der Täterin, da fließt das Ganze mit ein. Es fließt mit ein auf der Ebene, da sind wir dann der stillschweigenden Billigung, da sind wir auf Meso oder Makro, wenn wir das in das Meso oder Mikro, wenn wir das in das Vier-Ebenen-Modell, das ökologische Modell übertragen. Es ist genau diese Geschichte, die es eben ermöglicht, diese Millionengewinne zu machen, die in der Kinderpornografie und im Kinderhandel gemacht werden. Da darf man ja nicht vergessen, das ist ein Millionengeschäft. Diese Ebene, dass ich damit jemand so treffen kann, dass sexualisierte Gewalt diese Bedeutung hat, die ermöglicht ja erst den Kick aus der Erniedrigung. Wenn das irgendeine Lappalie wäre, dann wäre nicht dieser ganz starke Kick da drin. Und die ermöglicht auch diese Kombination, die einige offensichtlich haben, diese Kombination, dass sie einen besonderen Kick daraus ziehen, sexuelle Gewalt und Erniedrigung, das miteinander zu verknüpfen. Was keineswegs ja bei allen ist, wie wir wissen. Ich danke, wollte das noch als Input jetzt als letztes geben. Das ist vielleicht ein bisschen abrupt jetzt gewesen, aber ich sollte mich kurz fassen. Ja, herzlichen Dank. Bitte jetzt alle aufs Podium, bitte. Danke dir. Möchtest du nicht alleine sitzen? Nein, ich frage dich jetzt nicht als erstes. Ich glaube, dass der Frage- und Kommentarhunger aus dem Publikum so groß ist, dass ich mir eine einzige Frage dann aber schon an alle erlaube. Und die heißt natürlich, es gibt, glaube ich, eine große Einigkeit, dass es nicht den Täter und die Täterin gibt. Die Zuschreibungen sind alle Quatsch. Die Ursachenanalyse muss sich auf multifaktorellen Kontexten heraus ergeben. Aber für mich ist natürlich schon die Frage, welchen Stellenwert und welche Rolle spielen denn die Modelle, um dann sehr wohl, und das ist ja der Wunsch aller, auch die unterwegs sind, Taten zu verhindern und Prävention zu erzeugen. Was helfen die Modelle bei der Prävention von sexueller und sexualisierter Gewalt? Das würde ich einfach gerne nochmal von allen hören und wissen, weil nochmal am Ende, wenn die Tat vollbracht ist, dann kann ich ja mit einem Modell erklären, was sind die Multifaktoren, aber wie kann ich die Tat verhindern? Das ist auch das, was uns umtreibt. Wollen Sie anfangen, Herr Bange? Das ist schon an. Ja, man müsste ja Faktor für Faktor durchgehen. Und wenn man ernst nimmt, dass Kinder, die Opfer von Gewalt werden, manchmal doch wieder Täter werden, dann wäre doch eine erste Forderung insgesamt und auch an die Politik, zum Beispiel die Beratungsstellen, die sich einsetzen dafür, dass Missbrauch früher beendet wird, als es in der Vergangenheit gewesen ist, dass die Mädchen und Jungen, die von Missbrauch und Misshandlung betroffen sind, schnell eine Hilfe kriegen, dann wäre das zum Beispiel ein Punkt, den man auch gleich in politisches Handeln umsetzen könnte, nämlich das Hilfesystem für Kinder in schwierigen Lebenssituationen deutlich zu verbessern. Und der unabhängige Beauftragte und einzelne Kolleginnen, die hier auch sind, wir haben ja ein Hearing gemacht im November letzten Jahres, es ist ja schon gewesen, hier in Berlin und haben beispielsweise gefordert, dass betroffene Kinder einen individuellen Rechtsanspruch auf Hilfe sozusagen haben und dass das gesetzlich normiert wird. Das wäre natürlich ein riesiger Fortschritt und letztlich auch auf lange Sicht, auch wenn nicht jedes, das habe ich ja extra deutlich gemacht,
nicht jedes betroffene Kind hinter irgendwelche Täterrichtungen einschlägt, aber das wäre, glaube ich, eine Maßnahme, die man ableiten könnte. Und so könnte man, glaube ich, etliche der Punkte mal so durchdeklinieren und sagen, was würde das gesellschaftlich bedeuten? Wir haben in der politischen Diskussion auch rund um den Koalitionsvertrag die Frage auch gehabt, kommen Kinderrechte in die Verfassung oder nicht? Wenn man das ernst nimmt, was Bauer jetzt eben aufgeführt hat, dass die rechtliche Stellung von Kindern in einer Gesellschaft offensichtlich ein starker Wirkfaktor ist, dann könnte man sagen, würde ein politischer Kampf sozusagen Kinderrechte in der Verfassung zu etablieren, sich nicht jetzt im Einzelfall und schnell, aber dauerhaft dann, glaube ich, auswirken. Und so könnte man auf allen Ebenen Faktoren, vielleicht noch einen Punkt, weil ich dazu auch, weil ich selbst auch zwei Töchter habe, viel gearbeitet habe in letzter Zeit, ist die Frage der Eltern, also des Unterstützungssystems. Es ist immer noch so, dass sich die meisten betroffenen Mädchen und Jungen erstmal an ihre Eltern wenden und dass die Reaktionen der Eltern zum Beispiel ganz, ganz entscheidend sind. Zum einen, wie schnell der Missbrauch beendet wird, aber auch zum anderen, wie sich die Folgen eines dann vielleicht schon passierten Missbrauchs auswirken. Also wenn man zum Beispiel eine stärkere und bessere Elternarbeit und Bildung in den Fragen machen würde. Und mehr will ich aber dann lieber nicht sagen. Was mich aber umtreibt, um das nochmal zu sagen, eine Frage vielleicht auch an alle, warum Sie auch meinen, dass so wenig in dem Feld geforscht wird. Aber ich will jetzt nicht. Das wäre sowieso meine zweite Frage gewesen. Ich wollte, also trotzdem, Herr Mange, also Sie haben jetzt viele Vorschläge gemacht, die sich auch wieder auf die Situation nach Rechtsberatung, Aufarbeitung, Hilfe nach der Tat. Ich frage nochmal, was bedeutet es, wenn man weiß, dass es viele Faktoren sind, die zur Tat führen, für die Präventionsarbeit? Müssten wir die dann nicht ubiquitär sein, weil es eben diese Stereotypen Tatorte und Täterinnen nicht gibt? Müssen wir nicht überall sein? Und wo wären dann prioritär die wichtigsten Orte, wo wir zuerst sein müssten? Gerne. Na, nicht wir müssen überall sein, aber alle, die irgendwo sind, müssen im Rahmen ihrer Verantwortung das Thema einfach in den Blick nehmen. Und jetzt kann ich wieder auf mein Pfadmodell kommen. Sie können zum Beispiel anhand dieses Modells einfach mal optisch durchexerzieren, was bestimmte Maßnahmen bewirken könnten. Also schalten Sie dieses Pfadmodell mal ein und klicken Sie dann an, was würde es bedeuten, wenn man sehr, sehr viel mehr in Gleichstellungspolitik und in die Verbesserung des gesellschaftlichen Status von Frauen investieren würde. Und dann fallen bestimmte Verbindungen zwischen Faktoren weg. Ne? Das Geflecht wird dünner. Was würde es bedeuten, auch wie du sagst, ne, wenn man die gesellschaftliche Stellung von Kindern aufwerten und stützen würde? Ja? Fallen auch wiederum bestimmte Verbindungen zwischen Faktoren weg. Das ist ein ziemlich interessantes Spiel, das so zu betreiben. Und da sieht man auch irgendwie sehr deutlich, wo sind quasi Ansatzmöglichkeiten für Sozialpolitik, wo sind Ansatzmöglichkeiten im Bereich von Arbeit mit Familien, im Bereich von Arbeit mit Kindern, wo sind Ansatzmöglichkeiten im Bereich der Bildungspolitik, wo muss wirtschaftlich etwas passieren. Also da gibt es so viele Ansatzpunkte, die dann deutlich werden. Und es ist tatsächlich so, im Grunde sind alle in der Verantwortung. Also das würde ich direkt unterschreiben und das war auch eine Idee unseres Modells zu sagen, wir müssen alle Perspektiven betrachten, nicht nur die, die Täter sind oder die Opfer sind oder die Täter werden könnten oder Opfer, sondern Umfeld sind wir irgendwie alle. Und aus diesen Pfeilen, die wir da haben, sollte deutlich geworden sein, dass wenn ich an einem Pfeil was verändere, dann wirkt das auf die anderen. Also wenn Kinder wissen, und zwar schon im Kindergarten wissen, es gibt sexuellen Missbrauch und das kann durch Leute passieren, die ich gerne mag. Und wenn sowas passiert, dann habe ich die und die Hilfsmöglichkeiten. Die muss ich dann aber auch haben. Was auch heißt, wir brauchen Geld für Präventionsprogramme. Natürlich, das Ganze kostet Geld. Wir brauchen Interventionsstrukturen. Nur wenn die Hilfen dann auch da sind, können wir frühzeitig einsetzen. Ich finde aber eher diese ganzen Faktoren sehr ermutigend, weil es heißt, es gibt überall Ansatzpunkte. Und jede und jeder, wo sie oder er gerade steht, kann da was machen. Und gleichzeitig vielleicht da auch zu dieser zweiten Frage, ich finde es wichtig, gerade diese gesellschaftliche Dimension weiter zu beleuchten. Wie kommt es, dass wir so viel über Missbrauch reden, dass auch Gelder irgendwo sind, aber sie kommen nicht an, also ich spreche auch für eine Fachstelle, es wird viel diskutiert die letzten Jahre, bei uns sind Gelder gestrichen worden, statt zusätzliche angekommen. Und da kann ich auch für die Kolleginnen und Kollegen, denke ich, bundesweit sprechen. Und das ist eine ganz merkwürdige Double-Bind-Situation, dass man sagt, oh, wir brauchen, aber es passiert letztlich an der Stelle nichts oder auch im Bereich der Forschung. Die medizinische Forschung, die so schön
ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, in Richtung Pharmakonzerne geht, da gibt es Finanzierung, aber die soziologische Forschung, wo wir ja gemeinsam ganz viele Faktoren sehen, die muss immer wieder kämpfen und gibt es immer wieder im Kleinen, aber nicht im Großen. Gut, dass hinter der, bei der Pharmaindustrie Gewinnerwartungen stecken und schnelle Lösungen vermeintliche angeboten werden, das ist klar. Aber gibt es bei Ihnen, unter Ihnen noch andere Antworten darauf, warum so wenig zum Beispiel auch in die Dunkelfeldforschung fließt? Mehrere von Ihnen haben ja Sie vor allem auch nochmal gesagt, dass es das in Deutschland so gar nicht gibt im Verhältnis zu den USA. Gibt es noch andere Begründungen, warum die Forschung, die sozialwissenschaftliche Forschung so vernachlässigt wird bei uns? Ich denke, das hat vor allen Dingen damit zu tun, was wir für einen öffentlichen Diskurs haben. Einen öffentlichen Diskurs, an dem wir ja alle auch beteiligt sind. Mal mehr, mal weniger mächtig, aber wir sind beteiligt. Und in diesem öffentlichen Diskurs geht es nicht darum, real die effektiven Möglichkeiten abzuklopfen, sondern es geht immer um schnelle Möglichkeiten, die möglichst simpel und plausibel klingen. Und das ist ein Angebot. Wenn ich sage irgendwo, bei dem ist eine Schraube locker, dann habe ich eine klare Antwort, zack, Fall, erledigt. Es ist viel komplizierter. Es geht doch an die Wurzel von uns allen, wenn wir uns die Frage stellen müssen, was tun wir mit unseren Bildern von Männern, von Frauen, mit unseren Geschlechtskonstruktionen, was tun wir mit unserem Verhalten gegenüber Kindern, wie tragen wir dazu bei, dass sexualisierte Gewalt heute solch einen Stellenwert hat, wie sie haben kann, wie sie hat, das ist doch eine Frage, die ist unangenehm. So, und das ist eine Frage, die macht nicht beliebt. Gerne noch und dann gebe ich an Sie. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass da einfach auch was verpasst worden ist, was Forschung dazu angeht, dass es wahrscheinlich früher noch, sagen wir mal, einen anderen Punkt gegeben hätte, zu sagen, wir brauchen Dunkelfeldforschung. Inzwischen habe ich so den Eindruck, denken alle, sie wissen alles. Ja? Es ist so lange darüber geredet worden, es ist so lange alles zerredet worden, ja, dass es wirklich in unserem Feld schwierig ist, Forschungsbedarf, vor allem teuren Forschungsbedarf, noch sinnvoll zu vermitteln. Ja? Deswegen, ne, einerseits wegen der einfachen Lösungen, zieht natürlich die medizinische Forschung, und andererseits auch, weil es auch irgendwie, das ist neu und ja, und vielleicht findet man ja doch das Gen und so. Ne? Aber das, was wir machen, das, ich meine, bei uns selbst merken wir ja die Ermüdungserscheinungen. Ja? Man, es ist ja auch manchmal schwer, jahrzehntelang quasi immer über das Gleiche zu reden mit dem Eindruck, und im Grunde sind die grundsätzlichen Fragen immer noch nicht auf dem Tisch. Ja, so, jetzt sind Sie dran. Ich möchte Sie bitten, sich zu melden. Ich versuche, dass so gut ein Mikro kommt zu Ihnen. Bitte sagen Sie kurz, wer Sie sind, und stellen Sie möglichst vielleicht, wenn es geht, auch direkt eine Frage an den einen oder die andere auf dem Podium. So, da oben ist eine Hand, ganz, ja, und hier vorne. Ich sammle immer drei oder vier und dann zurück. Ja, hallo, ich bin Andreas Hechler, ich arbeite bei Dissens Institut für Bildung und Forschung. Erstmal vielen Dank für die vielen anregenden Inputs. Ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige... Ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, ist das Thema Intergeschlechtlichkeit, und ich möchte dafür plädieren, dass, wenn zukünftig über sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen geredet wird, dass das Thema Intergeschlechtlichkeit mehr mitgedacht wird. Es ist oft nach wie vor nicht bekannt, mittlerweile ist es zunehmend Thema, aber also intergeschlechtliche Kinder werden genital verstümmelt, oft zumindest, und es gibt vor allem die sogenannte Praxis des Bougierens, also wo beim Anlegen einer Neovagina über Jahre hinweg sogenannte Bougies eingeführt werden, also da, wo die Vagina gedehnt wird. Das wird von den Betroffenen rückblickend in aller Regel als Vergewaltigung beschrieben. Das ist medizinisch legitimierte Vergewaltigung. Und ich würde sagen, da kommt es auch noch mal zu einem besonderen Ausblendungsprozess, also wo halt immer suggeriert wird, die Medizin wäre sowas Gutes, und wenn über Genitalverstümmelung in Deutschland geredet wird, wird es meistens sozusagen rassistisch ausgelagert auf Familien, mit, die aus muslimisch geprägten Ländern kommen oder aus Teilen von Afrika. Und das ist ein ganz großes Problem.
also mein Plädoyer dafür, das ist jetzt keine Frage, tut mir leid, aber mein Plädoyer dafür, sozusagen Intergeschlechtlichkeit mehr mitzudenken, wenn wir über sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen reden. Dankeschön, hier vorne. Bitte melden Sie sich nochmal. Ja, genau. Danke euch auch über diese vielfältigen Perspektiven. Ich selber bin Britta Wolter-Eck, mache Psychotherapie und Supervision. Ich habe aus dem Kontext eine Frage, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Was denkt ihr als die mit hoher Expertise, die Kinder, die mühsam über Jugendämter rausgekommen sind, in der Jugendhilfe sind, zum Teil in therapeutischen Wohngruppen sind, in betreuten Einzelwohnen sind, Pflegeeltern, Adoptiveltern, wenn die in betroffenen Gruppen kommen, ist der Erfahrungswert, jeweils den ich rückgespiegelt komme, dass es in aller Regel dort wieder zu Übergriffen kommt, dass sie gegenseitig übergriffig werden, feministische Zusammenhänge leider nicht ausgenommen an der Stelle, obwohl ich als Feministin da auch betroffen unterwegs bin. Das heißt, was ich kenne aus meinem Hintergrund, ist zu sagen, es wäre günstig, betroffene Kinder in sogenannte gesunde Umfelder zu bringen, damit sie andere Bindungsangebote kriegen und andere Bindungszusammenhänge für sich entwickeln können. Das ist aber überhaupt nicht das, was gesellschaftlich üblich ist. Und da würde ich gerne hören wollen, was ihr dazu denkt. Ja, das spricht mir sehr aus der Seele. Ich bin ja gerade im Rahmen dieser Fortbildungsoffensive ganz viel in Jugendhilfeeinrichtungen unterwegs und Schule der Leute macht genau diese Erfahrung. Kinder, die eine, ich sag's mal, Karriere haben aus Gewaltfamilien in Gewaltpflegefamilien. Pflegefamilien ist auch so ein Thema für sich, die in der Regel überhaupt nicht darauf eingestellt sind, mit schwerst traumatisierten Kindern umzugehen. Also da gibt es sowohl Versäumnisse, jetzt nicht böser Art, als auch erneute Retraumatisierung. Auch das ist perfekt. Also mir ein Pflegekind zu nehmen, um es zu missbrauchen, perfekter geht es eigentlich gar nicht. Und da habe ich das Gefühl, also stimme ich dir 100% zu, dass das ein Thema ist, was wir in Zukunft noch viel, viel mehr in den Blickwinkel nehmen müssen, welche Strukturen diese Kinder brauchen und welche hilfreich und gesunden sind. Aber auch da habe ich das Gefühl, da stehen wir relativ am Anfang und sind genau solche Erfahrungen wichtig, die auch zusammenzutragen. Dusi ist auch. Nee, Sie brauchen ein Mikro, sonst ist die Kommunikation nur halt. Also für mich heißt es ein Angebot, wo Grenzen gewahrt werden, wo sichere Bindung angeboten wird, wo Zuneigung angeboten wird und wo ein Angebot ist, das, was im Grunde Maren eben gesagt hat, das Trauma, was erlebt worden ist, auch als solches in die Biografie und in die Reaktionen einzuordnen und das auch aufzunehmen. Und es ist hoch anspruchsvoll. Und viele Kinder, die mit einem schlechten Personalschlüssel zusammenkommen, die traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, reinszenieren ihre Erfahrungen miteinander. Und bis hin zu Gewaltexzessen auch in diesen Einrichtungen. Und ich finde, wir haben keine Kultur bisher gefunden, diese Kinder positiv anzubinden, obwohl es immer mehr bekannt ist. Und aber keine Antwort ist tatsächlich, Betroffenen dazu zu helfen, letztlich ein Leben zu führen, das diese Wunden so sehr minimiert, wie sie minimierbar sind. Und ihre Kinder entsprechend nicht transgenerational wieder zu traumatisieren mit der Weitergabe. Ich würde da gerne noch mal einen Punkt ergänzen. Das eine Thema ist zum Beispiel, welche Erfahrungen Sie innerhalb von Pflegefamilien machen, da missbraucht zu werden. Aber ein ganz großes Thema, den sich zum Beispiel Jugendhilfeeinrichtungen gerade auch erst zuwenden, ist die Gewalt, was du auch angesprochen hast, die Kinder und Jugendlichen untereinander weitergeben, die sozusagen als Reinszenierung in Täter- und in Opferrollen gehen. Und wo wir noch viel zu, zum Beispiel Personalschlüssel spielen eine ganz große Rolle in der Betreuung. Wie können wir Kinder in Einrichtungen dafür schützen, nicht erneut diese Erfahrung wiederzumachen? Und auch das ist wieder natürlich ein Punkt, der ganz viel mit Geld zu tun hat. Ne? Das kostet einfach richtig viel, wenn wir vernünftige Bedingungen für die Kinder schaffen wollen. Wir brauchen zum Beispiel auch viel mehr, ist auch ein Ergebnis unserer Erfahrung, viel mehr 1:1 Betreuungssituationen, wo Kinder die Möglichkeit haben, mit vertrauenswürdigen Erwachsenen alleine zu sein. Diese Bedingungen haben wir in Jugendhilfeeinrichtungen ganz oft einfach nicht. Also um jetzt mal in diesem Bereich Jugendhilfe zu bleiben. Also das ist ein ganz großer Bereich, wo Kindern erneut Gewalt droht und sie was ganz anderes brauchen. Und gleichzeitig sind viele Einrichtungen da sehr unterwegs. Also ich will jetzt nicht, dass das so ankommt, die Einrichtungen sind alle schlecht. Die machen sie auf den Weg, aber letztlich ist auch das wieder ein Kostenfaktor. Und das steht ganz viel oben drüber. Dieses Thema kostet unglaublich viel Geld, wenn man ernsthaft damit umgehen will. Wenn man nicht damit umgeht, übrigens auch. Ja, ich würde gerne auch Herrn Bange dazu fragen. Ich meine, Sie arbeiten in Hamburg sehr konkret.
in der Praxis, wie viel Geld haben Sie denn für diese Art von einfühlsamer Umgang? Ja, ich will jetzt hier lieber keine Debatte zur Haushaltssituation. Also, aber um das mal auf den Punkt zu bringen, Hamburg gibt beispielsweise für stationäre Heimerziehung ungefähr 200 Millionen Euro aus. Also wird schon viel Geld ausgegeben. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass nicht mehr Geld ausgegeben werden könnte. Was mich eher, also wo ich eher Hoffnung reinsetze, ist, dass die Diskussion, die seit 2010 sozusagen geführt wird, wo ja die Bundesinitiative auch ein, sag ich mal, ein Ausfluss von ist, dass sich in den Einrichtungen was verändert. Weil Sie haben ja völlig recht, ich habe eben schon immer so ein bisschen zurückblicken gucken müssen. Es gab 1998 eine Studie von Walter Thiersch zu Leistungen und Grenzen der Heimerziehung. Und da haben die auch so eine kleine Gruppe von missbrauchten Mädchen und Jungen untersucht und mussten feststellen, wenn ich mich noch richtig erinnere, es ist schon ein paar Jahre her, 20 Jahre alt, dass bei 40% der Mädchen in anschließenden Unterbringung über das Thema der sexuellen Gewalt gar nicht mit den Mädchen gesprochen wurde. Dann fragt man sich natürlich, wieso es bis 2010 gedauert hat. Und das ist ja schon durchaus so eine Frage, warum es bis 2010 gedauert hat, bis die Missbrauchsskandale sozusagen aufgedeckt wurden, bis man anfing, sich Gedanken über Schutzkonzepte zu machen und solche Fragen. Ich will aber nicht immer zurückgucken, weil das ist zu irgendwie frustrierend auch zum Teil. Ich glaube, dass sich doch viele Einrichtungen jetzt auf dem Weg gemacht haben und glaube, dass die Situation sich peu à peu verbessert. Auch wenn ich von den Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg höre, dass es durchaus Luft nach oben gibt, auch in den Einrichtungen. Und es ist eine unterschiedliche Intensität auch der Auseinandersetzung mit Schutzkonzepten und mit dem Thema gibt. Mir wäre wichtig gar nicht so sehr, dass die hinterher alle so ein Schutzkonzept unterschreiben und alle haben das und so, sondern dass sich die Kollegen und Kolleginnen mit dem Thema auseinandersetzen. Und richtig, es hat mal in NRW eine Studie ergeben mit 320 jugendlichen Sexualstraftätern, davon hatten 18% ihre Taten in Jugendhilfeeinrichtungen begangen. Nur um nochmal das Ausmaß dessen zu verdeutlichen, von daher sprechen Sie ein Thema an, wo wir unbedingt dran arbeiten müssen. Aber ich bin, wie gesagt, guter Hoffnung, immer nach positiv gucken, nach vorne gucken, dass das sich verändert hat. Ich glaube auch ein bisschen, dass sich die gesellschaftliche Diskussion verändert hat. Als Barbara ihr erstes Buch rausgebracht hat und dann so 10 Jahre, gab es ja auch mal so eine Hochphase. Ja, da wurde auch viel diskutiert, da kam auch mal das Fernsehen. Ursula Enders und andere waren dann auch mal bei Hans Meiser, also bei diesem komischen Talkshow schon damals. Ne? Dann kam die Debatte Missbrauch mit dem Missbrauch und darüber sollten wir nachdenken, was eigentlich es immer wieder so schwer macht, dieses Thema sozusagen wirklich mal auf ein Level zu bringen, wo die Betroffenen, Mädchen und Jungen, aber von mir aus auch die Täter, eine ordentliche Hilfe kriegen und wie wir dafür sorgen, dass dieses Täter nicht immer wieder gesellschaftlich aus dem Fokus gerät, mit der Folge, dass uns die Betroffenen sozusagen aus dem Fokus geraten. Und Einzelne sagen ja schon, wenn wir jetzt heute nicht aktiver werden, werden uns vielleicht die Betroffenen von heute in 20 Jahren fragen, ja, du hast hier schön auf Podiumsdiskussionen gesessen und schlau geredet, aber für mich persönlich, für mich hat sich damals nichts geändert. Und ich glaube, da gilt es schon noch gut drüber nachzudenken und aufzupassen, dass nach der Diskussion, die jetzt eine Hochphase hatte, diese Diskussion nicht 2014, 15 wieder einschläft, weil andere, und die Jugendhilfe ist auch da bekannt für, andere Themen wieder durchs Dorf getrieben werden und dann das Thema Missbrauch wieder sozusagen verschwindet, bis dann plötzlich wieder Skandale nach oben kommen und dann sagen alle schon, das haben wir ja schon seit 20 Jahren gewusst. Und die Einlassung vom Kollegen ist ja auch richtig, weil wir immer wieder feststellen müssen, dass es andere Gruppen gibt, die wir bisher gar nicht im Fokus hatten, dass es Konstellationen gibt, die man nicht im Fokus hatte. Von daher würde ich sagen, wir wissen eigentlich noch gar nicht so viel, wie wir immer denken. Ich würde da gerne an einem Punkt noch anknüpfen, nämlich ich glaube, dass das, was wir hier heute Abend machen, ich versuche, Ursachen näher zu benennen, inklusive der gesellschaftlichen Ursachen, dass das einer der Faktoren ist, was wir ganz dringend brauchen, damit solche Situationen sich verändern. Denn im Grunde ist die Frage, warum ist das Ganze passiert? Ja, eine, die stellt sich auf den ganz verschiedenen Ebenen. Warum ist das passiert, ist eine ganz zentrale Frage. Als erstes in der individuellen Aufarbeitung, in der Aufarbeitung der Institution. Und da haben wir ganz viel, hat sich ja herausgestellt, an Versagen gehabt. Und ist eine Frage, die sich auf gesellschaftlicher Ebene, die sich im familiären Umfeld, die sich auf allen Ebenen stellt. Und in all diesen Fragen spielen diese Ursachenmodelle eine Rolle. Und insofern geht das über Prävention hinaus. Es geht um die Verbesserung
gesamtgesellschaftlich auf allen Ebenen der Strukturen, die gegen sexualisierte Gewalt arbeiten. Gut, aber wir haben ja keine Konjunktur im sexuellen Missbrauch oder in der sexualisierten Gewalt. Die findet ja kontinuierlich statt. Wir haben ja vor allem eine Debatte, wie die Gesellschaft darüber redet und darauf reagiert und den Ursachen auf den Weg kommt. Und ich fände es schön, wenn wir den Rest dann, sagen wir mal, auch der Runde hier auf dem Podium und mit Ihnen auch wirklich darüber reden, wie können wir den gesellschaftlichen und den politischen Druck für diese Diskussion um die Öffentlichkeit und dann aber auch um konkrete Präventions- und Beratungsangebote aufrechterhalten. Ich finde das absolut richtig, was Sie sagen, Herr Bange, dass das unsere gemeinsame Aufgabe sein soll, dieses Level an Öffentlichkeit, das Level an politischem Druck hochzuhalten. Jetzt sind aber endlich Sie dran. Jens Grabe von der Koordinationsstelle Männern Kitas. Wirklich nur eine ganz kurze Frage. Ich hatte mir jetzt überlegt, warum gibt es eigentlich so viel wenig finanzierte staatliche Gelder für Forschung und hatte mich gefragt, ob es möglicherweise daran liegt, dass drei Ministerien eingebunden sind am runden Tisch und inwieweit die in der Konkurrenzsituation zueinander stehen und es kein Ministerium gibt sozusagen oder sich traut, dann den Hut aufzunehmen und da sehr aktiv zu werden. Also ob es da so Befindlichkeiten gibt, Konkurrenzgefühle. So, ich möchte Sie gleich nochmal, ich möchte Sie jetzt wirklich gerne nochmal bitten, Ihre Fragen, Ihre Kommentare anzukündigen, weil es gibt auch irgendwann die Lust auf ein Ende der Diskussion und des Umgehens und Überschwenkens in ein kleines, informelleres Zusammensein. Okay, ja, okay, gut. Also da hinten zwei und dann Sie vorne und links. Ja, Astrid Fehlstedt, ich bin Autorin. Ich hätte gerne noch eine Frage zu dem Thema Zwangsprostitution und zu dem ökonomischen Aspekt der sexualisierten Gewalt. Der klang hier vorhin ja schon mal an. Das ist ja ein riesiges Geschäft, ein knallhartes Geschäft. Gibt es irgendwelche Zahlen darüber, wie verbreitet der kriminelle Aspekt ist, der Zwangsprostitution im Vergleich zu dem privateren Umfeld, also die Familien, der Lehrer, der Pastor und so weiter. Gut, gleich hier hinten nochmal in der Nähe. Melden Sie sich nochmal im hinteren Teil. Alles klar. Ja, Ursula Enders, ich möchte nur eine Anmerkung geben. Ich fand das wahnsinnig spannend, also auch das Nutzenmodell von dir machen, lange her, aber auch sehr hilfreich, es nochmal aufzugreifen. Und mir bleibt heute Abend noch ein anderer Aspekt von dir, Barbara, übrig. Und zwar, also nicht übrig als einzige, aber das für mich total präsent ist, das ist die Bedeutung der Stellung von Kindern in unserer Gesellschaft. Und was ich im Augenblick erlebe, ist, dass ich einen größten Teil dieser Schutzkonzepte am liebsten sofort vom Tisch wischen würde, weil es sind reine Schutzkonzepte für Institutionen, dass sie festschreiben, wir haben alles gemacht. Da wird nicht unterschieden zwischen Verdacht und Vermutung. Es werden Handlungsschritte vorgegeben und wir haben eine ganze Reihe Fälle heute, die aufgrund dieser Vorgaben wirklich schief laufen, nur weil Menschen sich rechtfertigen. Und sie gehen nicht von den Kinderrechten aus. Und ich glaube, das Zentrale wird wirklich sein, dass wir die Rechte von Mädchen und Jungen auf Beratung, auf Hilfe und dass sie wirklich auch partizipativ an der Entwicklung beteiligt werden. Wenn wir ihnen zuhören, sie sind Experten ihrer eigenen Lebenswelt. Sie wissen total viel darüber, wofür sie Risiken bestehen. Und deshalb ist das, glaube ich, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch die Bedeutung von Mädchen und jungen Institutionen, glaube ich, welchen Status sie da haben und dass wir das rechtlich absichern. Ein ganz wesentlicher Schritt, der insgesamt zu Veränderungen führt, fernab von Interventionskonzepten. Hier vorne bitte. Danke. Simone Elsing, Psychologin und Bildhauerin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in eine Frage formulieren kann, aber ich wollte es zumindest mal einwerfen, weil ich erinnere mich nicht mehr, wer das jetzt von Ihnen war, aber mehrere haben, glaube ich, gesagt, dass das Thema ja schon seit langer Zeit
sehr, sehr viel diskutiert wurde und so viel diskutiert wurde, dass es eigentlich keine, dass man das nicht mehr, also, oder dass es genügend ist. So habe ich das aufgefasst. Und alle so, als wüssten sie alles. Ja, und ich will einfach kurz sagen, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich so die Zeitung ganz normal lese, dass es immer wieder Artikel darüber gab, dass die das so darstellen, irgendeinen Missbrauch oder irgendeine Vergewaltigung, die doch offensichtlich nur dazu da war, um den Mann in schlechtes Licht zu rücken. Da habe ich immer wieder gedacht, merkwürdig, das nimmt für meine Begriffe, also wenn es nicht gleich ist, dann nimmt es zu. Ist mir einfach persönlich aufgefallen. Und was ich noch einfach so in die Runde schmeißen möchte, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem grünen Abgeordneten, der 15 Jahre hier Mitglied des Bundestages war und das seit kurzem nicht mehr ist. Und das ergab sich einfach in einem Gespräch, dass wir über Missbrauch sprachen und dann sagte dieser Herr, naja, das ist doch etwas, was nur so ganz, also das ist doch vielleicht bei also einem winzigen Teil der Bevölkerung und das sind doch nur so Leute, die irgendwie so ganz ohne Bildung und also so, ne? Er hat die Mythen bedient, ne? Ja, und ich muss gestehen, ich habe mich erstens aufgeregt und zweitens total erschreckt. Und das einfach nur dazu, wie die Informationen wirklich sind. Also ich weiß gar nicht, wie man das machen kann, aber eigentlich finde ich, gehört mehr Aufklärung in die Medien wirklich über reine, also dass man weiß, worum es wirklich geht. Das ist ein Thema, das ist kein Randthema. Wir hätten auch gerne heute grüne Abgeordnete gerne hier gehabt. Also nichts gegen die Grünen, so sondern... Nein, nein, das ich ist total Thema. Erschrocken. So, jetzt gibt es, wenn Sie einverstanden sind, zwei Worte mehr. Sie kommen sofort dran, weil jetzt ist das Mikro eh gerade da vorne, deswegen geht es jetzt an die Dame hier in dem lila Pullover. Ja. Und dann geht es zurück aufs Podium. Die kommt dran. Moment. Ich moderiere, ganz ruhig. Gut? Mhm. Ja, ich auch. Ja, Doris Herms ist mein Name. Ich habe mich auch aus verschiedenen Anlässen wiederholt mit der Thematik beschäftigt und bin echt ehrlich gesagt darüber erstaunt, dass gesagt wird, dass es als Bagatelldelikt gehandelt wird, weil meine Erfahrungen völlig anders sind. Zumindest hier in Kinderpornografie. Am Ebenen sagten Sie auch, es wäre nichts einfacher, als Kinder zu missbrauchen. Und ich muss sagen, zumindest hier in Berlin ist mittlerweile so eine Sensibilität, dass ich es manchmal sogar überzogen finde. Wenn ich so überlege an die Zeit meiner Tochter im Schülerlade, da wurde jeder Mann, der mal schreck guckte, wurde der Präventionsbeauftragte eingeladen und ich weiß nicht was. Oder hier, Kinder, hier in Berlin kann man eigentlich mit Kindern auf der Straße überhaupt nicht mehr sprechen, weil die so dressiert sind, dass es nicht möglich ist. Es ist tatsächlich so. Oder unsere Gleichstellungsbeauftragte, weiß ich, dass sie in Funktion einer, sie hat mal eine Kita geleitet, fürchterlich in Teufels Küche geraten ist, als es solche Vorwürfe gab. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass da mit ganz großer Alarmiertheit darauf reagiert wird. Und dass es auch wirklich als eine schwere Straftat geahndet wird. Sodass es vielleicht sogar Leuten, Tätern oder potenziellen Tätern schwierig fällt, das anzuzeigen oder zu thematisieren. Jo, erstmal danke, dass ihr vorgetragen habt und ich fand, ihr habt das kurz und knackig gemacht, fand ich gut. Mir sind ein paar Sachen eingefallen, also zum einen, woran ich mich erinnert habe, ist, dass ich sehr wohl in der Schule unterrichtet wurde, was Kinderrechte sind, welche Rechte man hat und wo man sich hinwenden kann. Ich denke, das ist was, worüber wir alle immer wieder reden können und ja, sowohl in unserem familiären Umfeld als auch im Betrieb oder in pädagogischen Einrichtungen, auch Leute, die Medien machen, können ja mal darüber berichten. Zum anderen ist mir eingefallen, dass es, glaube ich, in Frankreich, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, aber eine Beratungsstelle gibt für Männer, die selber in Gefahr sind oder selber Kinder missbrauchen. Ich weiß nicht genau, wie das organisiert ist, aber ich denke, auch solche Angebote sollte es geben für Leute, die vielleicht merken, dass da ein Problem besteht. Ja, ansonsten finde ich es immer gut, wenn Leute auch öffentlich über vielleicht eigene Erfahrungen reden und vielleicht auch zeigen, dass es nicht das Ende der Welt ist. Also, dass ja, man auch trotz so einer Geschichte halt stark sein kann und ein gutes Leben haben kann. Also, trotz der Belastungen, die vielleicht da sind. Also, weil das kann auch ganz schnell in so ein
ganz schweres Ding umkippen. Ja, okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir fangen jetzt mit Maren Kulzhorn an und gehen hier einmal durch. Ist das okay? Und ich achte darauf, dass alle Fragen beantwortet sind. Also zum Thema Zwangsprostitution und Zahlen kann ich gar nichts sagen. Keine Ahnung, vielleicht weiß da jemand anders was zu. Die anderen Fragen, also das, was von Ihnen kam, die Mythen leben immer noch und den Triebtäter finden wir auch immer noch und nicht nur in der Bildzeitung, also auch woanders. Und auch das finde ich wichtig, auf seine gesellschaftlichen Funktionen hin zu untersuchen. Natürlich haben wir nach wie vor dieses, es ist schön, wenn es der andere ist, wenn es der Triebtäter ist. Und auch wenn wir gucken, wer sitzt in Gefängnissen, haben wir auch nach wie vor das Unterschichtphänomen. Das hat sich nicht so wahnsinnig geändert. Und auch zu dem, was Sie gesagt haben, natürlich gibt es auch die Hysterie, aber die ist für mich immer ein Zeichen davon, dass das Thema nicht wirklich angekommen ist und nicht durchdrungen ist. Und strafrechtlich verurteilt zu werden wegen sexuellem Missbrauch ist nach wie vor sehr anstrengend. Also man muss sich schon nach wie vor relativ blöd anstellen, sage ich jetzt mal so ganz plump, um wegen Missbrauch verurteilt zu werden. Und wenn ich mir ein Kind aussuche als Täterin, dann nehme ich zum Beispiel ein autistisches Kind oder ein Kind, was noch sehr klein ist. Also ich wüsste sofort, wen ich nehmen würde, wo ich überhaupt kein Risiko eingehen würde, dass ich deswegen verurteilt werde, und das wissen die meisten Täter auch. Und für uns ist es wichtig, genau auch, das würde ich gerne nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben, dieses Thema, dem einerseits die Schwere zu nehmen und zu sagen, das können wir handhaben, wie andere auch. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, immer wieder. Und wir müssen, es geht auch überhaupt nicht darum zu sagen, Männer raus aus den Einrichtungen, ganz im Gegenteil, die müssen wir auch einbinden. Aber wir müssen uns mit dieser Thematik beschäftigen. Und wir brauchen vernünftige Interventionskonzepte, und dann kommt eben auch nicht diese Hysterie, dass man sagt, oh Gott, hier darf kein Mann mehr mit einem Kind alleine sein. Es ist eher ein Zeichen von Fachlichkeit, wenn man darüber hinaus ist. Da ist die Schlussrunde ist. Ich hätte gerne von Ihnen noch gewusst, was Sie jetzt sagen. Was sind denn so die nächsten wichtigen Schritte? Ist es die bundesweite Initiative oder was sind so gemeinsame wichtige Schritte, die wir tun müssen, dass die hohe gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit bleibt und auch wirklich in Prävention und Betreuung und Beratung fließt? Toll, da ich jetzt keine 30 Minuten Zeit habe, das auszuführen, würde ich sagen, das Thema muss Bestand haben. Es muss weiter in der Diskussion, es muss weiter in der Fachlichkeit sein. Und auch wenn ich das schon seit 25 Jahren sage, wir brauchen die Finanzierung von fachlichen Angeboten, das hat eine ganz hohe, wir haben unglaublich viel Fachkompetenz alleine hier im Raum, aber wir alle brauchen auch die Gelder, um diese Arbeit machen zu können und die Konzepte umzusetzen, auch die Forschung zu machen und zu gucken, welche Fragen sind noch offen. Aber für mich ist das Wichtigste, und da bin ich, ne, will ich mich mal Dirk anschließen, auch sehr ermutigt. Wir haben das Thema in der Diskussion gehalten seit einigen Jahren. Nachdem diese Odenwald-Schulgeschichte kam, hatten wir das Gefühl, wir müssen jetzt ganz schnell eine Stellungnahme schreiben, weil nach den Osterferien ist das Thema wieder durch, und das ist jetzt 2-3 Jahre her. Und das ist eine Situation, die wir so lange und so fachlich noch nie hatten. Insofern bin ich ganz ermutigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Weiter so wäre da eher mein Plädoyer. Gut. Thomas. Ich würde auf einen Punkt gern eingehen, der da eben angesprochen wurde, Modelle oder Ideen für Täter oder Männer, die Angst haben, Täter zu werden. Wir haben im Moment leider das Problem, dass wir davon zu viel haben. Wir haben nämlich ein ganz bestimmtes Modell, also das sage ich jetzt subjektiv aus meiner Sicht. Wir haben im Moment ganz stark die Reduzierung von Prävention auf Prävention von Pädokriminalität. Das heißt, wir haben für Millionen Gelder über Jahre lang in verschiedenen Kliniken, inzwischen sind es 8 in ganz Deutschland, Versuche laufen, wo tierisch viel Geld reingesteckt wird, wo es keine Effizienzüberprüfung gibt, wo es keine Rückfallabsicherung oder irgendwas in irgendeiner Art und Weise gibt, wo aber wahnsinnig viel Geld reinläuft und womit sich einige Sexualmediziner tierisch profilieren. Wir brauchten stattdessen Modelle, und das ist was, wo, glaube ich, dann ganz viele Fachberatungsstellen auf einer ganz anderen Ebene gefragt sind, Modelle, die es ermöglichen, dass das, was ich im Alltag erlebe, dass nämlich ein Mann kommt zu mir in eine Beratung und sagt, oh, ihr arbeitet nicht mit Tätern, ich habe die und die Fantasie, bin ich jetzt Täter? Woher kommt diese Fantasie? Wie gehe ich damit um? Dass wir da in eine Auseinandersetzung gehen. Reale Auseinandersetzung, die nicht irgendwo versucht, über die Erektion zu messen, wenn jemand Bildchen anguckt, ob derjenige jetzt pädophil ist, ob wir ihm Medikamente geben und das verhaltenstherapeutische Konzept durchpauken. Wir brauchen da real fundierte, wofür brauchen wir die Ursachenmodelle?
Wir brauchen eine Arbeit mit Tätern und auch mit Männern, die befürchten, Täter zu werden, die solche Ursachenmodelle berücksichtigt. Und im Moment haben wir was anderes. Im Moment haben wir Millionen, die da reingehen, eine absolute Unterfinanzierung der Fachstellen. Deswegen schließe ich mich Maren da an irgendwo. Das wäre, wenn wir auf die Perspektive kommen, einer der ganz, ganz wichtigen Bausteine, weil in den Fachstellen haben wir diejenigen, die das Thema auch wieder in die Öffentlichkeit bringen können, wo die Kompetenz sitzt und die sozusagen so etwas wie Boost machen können, das Thema pushen, dass es nicht untergeht. Und ich glaube, was wir dafür brauchen, da haben wir Gott sei Dank im Moment günstige Karten, ist eine organisatorische Struktur im Bund. Ich glaube, dass der unabhängige Beauftragte eine ziemlich zentrale Rolle spielen wird, ob es gelingt, in den nächsten Jahren so etwas durchzusetzen oder nicht. Wir brauchen da auf Bundesebene jemand, der sich dafür einsetzt. Und ich habe da bei ihm eine bestimmte Hoffnung. Generell habe ich das Gefühl, ich hätte gerne mehr Inhalt, mehr Fachlichkeit in der Diskussion und weniger irgendwo diesen Hype. Ich hätte weniger Hysterie. Ich würde mir wünschen, weniger Hysterie, weniger Panik irgendwo, weil ein Mann da vorbeikommt. Toll, wenn sie dann einen Präventionsbeauftragten holen, weil der macht dann hoffentlich eine gute Präventionsarbeit. Der Anlass ist immer willkommen. Aber das, was dahinter steckt, das Unwissen, das ist irgendwo, also Hanebüchen. So, breiteres Fachwissen, mehr Qualifikation, mehr in die Ausbildung, in die Berufe rein. Das sind die Anforderungen, die wir haben, damit wir langfristig weiterkommen. Barbara. Ja, danke, Thomas, da möchte ich nahtlos dran anknüpfen, weil ich möchte auch das aufgreifen, Ursula, was du gesagt hast. Schutzkonzepte werden festgeschrieben und Papier kann sehr geduldig sein, das wissen wir, um mal wieder eine Plattitüde loszuwerden. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, wenn diese Schutzkonzepte in Einrichtungen nicht mit Leben erfüllt werden. Und das würde bedeuten, dass diejenigen einmal, dass alle Beteiligten einbezogen werden, ne, und hier sinnvolle Konzepte entwickelt werden, an denen alle ihren Anteil haben, also auch das Gefühl haben, die sind auch für sie da und für sie gemacht. Sowohl die Jugendlichen als auch diejenigen, die hier arbeiten, als auch die Leitung, als auch die Zuständigen auf anderen Ebenen, alle. Ja. Und das würde bedeuten, dass die da nicht einfach festgeschrieben oder an die Wand genagelt werden, sondern dass man mit einer bestimmten Haltung in die Arbeit geht. Ne? Und diese Haltung, das ist ja das, mein Gott, das predigen wir jetzt auch schon irgendwie seit Menschengedenken. Ne? Aber diese Haltung ist irgendwie das Ausschlaggebende. Und die Arbeit in einem Team, in einer Belegschaft, in einer Institution zum Beispiel, kann ja ein ganz wunderbares sagen wir mal, ein ganz wunderbarer Rahmen sein, die Arbeit an einem solchen Konzept gemeinsam zu diskutieren und sich zu entscheiden, mit welcher Haltung wollen wir hier arbeiten. Ja? Und davon verspreche ich mir einiges und ich glaube, gerade die Arbeit, die ihr da im Moment macht, zielt genau in diese Richtung, nämlich weniger darum, was steht auf dem Papier, obwohl es auch sehr wichtig ist, was wird festgeschrieben, sondern wie wollen wir arbeiten. Das Besorgniserregende für mich, und da will ich an Tommy anknüpfen, ist, dass zu wenig ausgebildet wird. Also es ist absolut bedenklich, ja, wie wenig, also in der Regel kaum das Null übersteigend, in Fachhochschulen und Universitäten zu diesem Thema unterrichtet wird. Ja. Das gibt es schlichterdings kaum. Das heißt, es gehen Generationen von Leuten zum Beispiel in die soziale Arbeit und haben schlichterdings nichts dazu gelernt. Und das geht ganz einfach nicht. Ja, das ist ein Skandal. Ja. Und auch der wird schon lange thematisiert, aber da gehen die Hochschulen nicht in die Verantwortung. Und das wäre etwas, wo die Politik dringend tätig werden muss. Ja. Es braucht Ausbildung zur sexuellen Gewalt. Es braucht vor allem aber auch, und das ist ja das Gegenstück, was man dringend thematisieren muss. Wir haben ja heute auch von dem Wissen gesprochen, was Kinder und Jugendliche brauchen. Es braucht dringend die Etablierung und Vermittlung von sinnvollen, lebensfreundlichen sexualpädagogischen Konzepten. Und das ist im Moment ein absolutes Defizit in den Institutionen, wo Kinder leben, wenn sie in Institutionen leben, und in der Schule. Ja, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Ich finde das im Moment eine sehr interessante gesellschaftliche Diskussion, weil es wird ja ständig im Moment geredet über den demografischen Wandel und im Grunde müsste man sich eigentlich denken, dass Kinder für diese Gesellschaft inzwischen ein kostbares Gut geworden sind. Ja? Zumindest ist es ja das, was ständig behauptet wird. Ja? Aber es ist sehr interessant, dass nur bestimmte Kinder ein kostbares gesellschaftliches Gut sind. Und auch das merkt man zum Beispiel, wenn man mal schaut, wie wird umgegangen mit Heimkindern,
Ja? Wie wird umgegangen mit anderen Kindern? Es gibt bestimmte Wertigkeiten. Ja? Ich denke, man muss ja noch mal sehr, sehr genau schauen, wie geht Gesellschaft damit um. Ja? Und die mehr Rechte ist auch wiederum Papier. Solange Kinder nicht wissen, welche Rechte sie haben, finde ich super, wenn sie sagen, das ist in der Schule Thema gewesen. Das ist eine wunderbare Ausnahme, möchte ich sagen. Es steht in keinem Curriculum, dass Kinder das lernen müssen. Ja? Und das ist etwas, da muss ich wirklich was ändern. Denn nur wenn ich weiß, dass ich Rechte habe, habe ich auch was davon. Ja? Ansonsten erfahre ich es irgendwann im Alter, ist auch interessant. Ja, also du inspirierst mich jetzt zu einer Frage. Ehrlich gesagt, wieder an dich, warum du eigentlich glaubst, das ist ja unsere Szene, also die Fachhochschulen, ne, sind ja unsere Sozialpädagogen. Nun diskutieren wir, du hast, glaube ich, das Buch von dir ist von 85, ne, oder? 84, mein Gott, 2014, 40 Jahre. Ne? Und du und, oh, 30, jetzt meine ich ja schon noch älter. 30 Jahre, egal. Ne? Ich habe ja nur das Buch. Also, und wir beiden und viele andere, die hier sitzen, ziehen doch schon seit Jahren und sagen, es wird zu wenig ausgebildet. Ne? Und ich stelle mir schon die ganze Zeit, weil Sie haben mich da inspiriert, Sie auch, die Frage, wir haben diesen großen Druck zum Beispiel auf die Grünen, auf den Deutschen Kinderschutzbund und so weiter. Ne? Und den hatten wir aber einiges, Ursula weiß das, wussten wir auch über den Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes schon 1990. Das wusste ich, dass der im Kuratorium gesessen hat. Das hat damals keine Wirkung gezeigt. Heute zeigt es vielleicht ein bisschen Wirkung. Aber warum springen unsere Leute, also unsere Professoren und Professorinnen, nicht auf diese Themen an? Und das ist nämlich diese komische, ich nehme nämlich auch so eine ganz komische Zweiseitigkeit wahr. Es ist ein unglaublicher Medienhype. Es wird ein Druck auf Parteien, zu Recht zum Teil, auf Parteien und DKSB und andere ausgeübt. Und gleichzeitig gibt es so eine unterschwellige Botschaft, die Sie gerade im Grunde genommen mit dem Beispiel des grünen Politikers auf den Punkt gebracht haben. Eigentlich sagen alle, es hat die Mitte der Gesellschaft erreicht. Auf so einer ganz individuellen Ebene sagen dann aber viele doch, ach ja, diese Mythen und so viele sind es doch nicht, uns ein Randphänomen. Und das ist doch eine interessante Frage. Und an die Gesamtgesellschaft kann ich das hier vielleicht noch glauben, aber hier unsere Professoren, die wir auch zum Teil kennen, warum wird das Thema in der Ausbildung dann nicht aufgenommen? Und ich ärgere mich auch, nichts gegen Straßensozialarbeit in Nicaragua. Stattdessen werden solche Projekte, ja, nicht gegeneinander, aber ich will das sagen, weil ich wundere mich dann. Und ich wundere mich da auch zum Beispiel, wieso zum Beispiel familienrechtliche Fragen nicht aufgenommen werden, wie kann ich denn intervenieren und so. Und dann hätte ich mal die Frage auch ans Publikum und auch an mich selbst, hat es mit einer besonderen Angst zu tun, die dieses Thema auslöst, im Vergleich zu anderen Themen. Und dann würde ich doch auch noch mal gucken, wo kommt die Angst eigentlich her? Und dann will ich aufhören, will nur noch sagen, der UBSKM ist ganz wichtig, das finde ich wie Tommy. Und im Koalitionsvertrag steht drin, dass eine Kommission gebildet wird zur Aufarbeitung, sage ich mal, der Geschichte der sexualisierten Gewalt in Deutschland in den letzten 50 Jahren. Davon würde ich mir doch noch mal ein paar Erkenntnisse versprechen auf die Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe. Und von daher hoffe ich, dass Herr Röhrig und die Politik das... Der Bundesbeauftragte. Genau, dass die das wirklich dann auch zu Boden bringen, sodass wir dann auch mal aus diesen Geschichten lernen. Und nochmal eins, es gibt Professoren, die früh eingestiegen sind in das Thema, denen ist signalisiert worden, noch nicht vor allzu langer Zeit. Sie müssten noch zu einem anderen Thema arbeiten, denn nur mit diesem Schmuddelthema könnten sie nicht C4-Professor werden. Und um noch eins draufzusetzen, es gibt immer noch keinen Lehrstuhl in Deutschland zu dem Thema. Es gibt zu allen möglichen Themen Lehrstühle, aber nicht zu diesem Thema. Und da würde ich doch nochmal fragen, angesichts des medialen Hypes. Aber jetzt hören Sie dann mal langsam auf mit den vielen Fragen. Ja, angesichts des medialen Hypes, ja auch an alle, die hier sitzen. Was ist der Hintergrund für dieses komische, doppeldeutige Umgehen der Gesellschaft mit diesem Thema? Wunderbar. Da das ganz bestimmt nicht die letzte Veranstaltung auch bei uns ist in der Heinrich-Böll-Stiftung, weil wir uns ja damit beschäftigen, der Tommy wird jetzt eine Veranstaltung ankündigen und dann sage ich noch die allerletzten Worte. Ja, ich werde sie nicht selber ankündigen. Es gibt eine Gruppe, die will im März noch mal eine Veranstaltung machen. Habt ihr ein Mikro? Auch nochmal zu Ursachen. Ja, und zwar sind wir eine Gruppe von Betroffenen von sexualisierter Gewalt in der Kindheit, die seit 2012 selbst organisiert zusammenarbeitet und wollen bei dem Workshop im März
mit anderen Betroffenen über gesellschaftliche Ursachen und Folgen sexueller Gewalt und über politische Strategien und Auswege diskutieren. Das Ganze findet dann statt unter dem Motto »Tun wir uns zusammen gegen sexuelle Gewalt«. Am Samstag, den 15. März ab 14 Uhr im Mosaik in der Oranienstraße 34 in Kreuzberg. Diese Info und weitere finden sich auch nochmal auf unserer Webseite we.riseup.net gegen sexuelle Gewalt. Das konnten jetzt natürlich niemand mitschreiben, deswegen werden wir auch gleich nochmal Handzettel mit der Adresse verteilen. Und auf der Seite wird es dann noch weitere Infos geben. Wir werden auch wahrscheinlich unsere Ergebnisse da veröffentlichen. Insofern sind die Handzettel vielleicht auch für Nicht-Betroffene dann interessant. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Initiative. Ich sage jetzt noch mal zu, dass alle Referate und vielleicht auch die Veranstaltungsankündigungen sich auf der Gunnar Werner Website finden werden. Das ist www.gwi-böll.de. Nutzen Sie diese Website auch für andere Informationen rund um das Thema. Es ist so, dass die Heinrich-Böll-Stiftung jetzt nicht nur im Rahmen der Ausstellung oder im Rahmen jetzt der Begleitveranstaltungen zu dem Thema arbeitet. Für uns ist der Umgang auch mit sexualisierter Gewalt in der internationalen Arbeit ein Schwerpunkt. Dazu hatten wir auch eine sehr, sehr wichtige Tagung, nämlich sexuelle und sexualisierte Gewalt im arabischen Frühling. Dazu gibt es auch eine große Dokumentation auf der Website unseres Nahostreferats. Also wir, glaube ich, stellen regelmäßig und kontinuierlich nicht nur Informationen zusammen, sondern wir versuchen ja auch tatsächlich Bündnisse zu schmieden, Vernetzung zu organisieren, damit wir besser werden in der politischen Intervention, weil Reden alleine reicht nicht. Und damit erstmal für alle, die heute so wunderbar mit so viel Informationen und Debattenbeiträgen beigetragen haben, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen hier. Großen Applaus. Ja, wie gesagt, sehr, sehr anregend und gelungen. Und Sie, wenn Sie möchten, sind jetzt noch eingeladen zu Brezeln und Wasser. Unten ist das im Foyer und nutzen Sie dann eben auch noch die Gelegenheit zum Vernetzen, zum Austauschen. Tschüss und bis bald mal.